Jetzt schauen wir uns ein Video an, was wir eventuell zwischenzeitlich kurz unterbrechen müssen. Ich weiß noch nicht ganz genau, weil zeitlich, es geht 45 Minuten. Montana Black und Ehrenpflaume. Mein erstes Mal in Buxtehude. Ich bekomme von Marcel eingeblasen. Eine Exklusivtour. So, ja, das ist das Video vom Ehrenpflaume und mir, also von Kai Pflaume und mir. Das Ganze geht 45 Minuten. Ich habe es noch nicht gesehen, auch wenn dieser rote Zeitstempel hier unten so andeutet, als wenn ich es gesehen habe. Ich habe lediglich das Video einen Daumen nach oben gegeben und einmal durchgeskippt, um mir ein Bild zu machen, was er alles reingeschnitten hat und was nicht. Denn Kai war bei mir insgesamt, glaube ich, an dem Tag 6 oder 7 Stunden. Und von diesen 6, 7 Stunden waren über 4 Stunden Videomaterial. Und wir hatten, nachdem wir gedreht hatten, uns darüber unterhalten, er wollte das in mehrere Parts hochladen. Ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall, lad das an einem Stück hoch. Und ja, deswegen hatte ich mal geguckt, aber ich verspreche es euch, ich habe das Video noch nicht geguckt. Ja, und natürlich der Monte-Effekt, Platz 1 in den Trends. Gestartet, glaube ich, mit 2.000, 3.000 Abonnenten. Jetzt 45.000 Abonnenten. Video hat 283.000 Aufrufe nach etwas über 24 Stunden. Hat wahrscheinlich in Echtzeit weitaus mehr. Like-Dislike-Verhältnis stabil, wie ein Stabilo-Stift. Und ich würde sagen, ihr setzt euch jetzt hin wie Rollstuhlfahrer und wir gucken uns das ganze Ding an. Habt ihr Bock? Deutscher Goethe, yalla. Leute, einen Tag mit und unglaublich aber war, ich war noch nie in Buxtehude, bin das erste Mal heute hier und kriege eine exklusive Tour. Inside Buxtehude mit Marcel Monte Montana. Ja. Ihr erfahrt heute hier sehr neue Sachen. Ach komm. Na schon. Und aber das ist mein Wecker normalerweise. Das wäre jetzt meine Zeit aufzustehen. Ja, guck mal. Habt ihr erkannt den Ton? Gomorra. Also Kai ist sehr groß. Ich sehe neben ihm aus wie ein Dulli. Klein, dünn. Qualität, wir können auch. Für euch macht das keinen Unterschied. Ich mache aus Prinzip, schaue ich mir in 4K an. Aus Prinzip einfach. 11.30 Uhr. Stehe ich immer spätestens auf. Du hast halt der Ilsebach im Buxtehude. Der ist halt Messe. Du, ich habe viel Zeit verbracht. Schon ja. Früher, als kleiner Butschi, ist man hier spazieren gegangen mit meinem ersten Hund, Vincent. Also, was war das für ein Hund? Golden Retriever Labrador. Vincent, oh. aka Hunde so. Ja? Aber Vincent war ein guter Hund, das muss ich dir sagen. Es war einer von uns damals, den hat man mitgenommen. Wir sind kiffen gegangen, irgendwo am See oder so. Er war immer dabei, er ist immer schwimmen gegangen. Vincent ja. war schon ein cooler Typ. Stabiler und er hat Hund. Immer versucht, meine Katzen zu ficken. Das war immer relativ amüsant. Also er hatte seine speziellen Vorlieben. Ja, ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat. Keine Ahnung. Also was mich jetzt aber gerade hier extrem aufregt, ist, dass sie den Weg komplett neu gemacht haben. Der andere war doch noch gut. Das verstehe ich auch nicht, Digga. Die haben den Weg hier neu gemacht, so mit so Schutt. Digga, der andere war vollkommen in Ordnung. Warum haben die das geändert? Anstatt da mal einen Mülleimer reinzubasteln, machen sie den Weg neu. Der andere war sehr gut. Kylo hat auch was dagegen. Ja, genau. Ja. Hau ihn raus, Kylo. Ich hatte leider als Jugendlicher nie einen Hund. Ja, muss aber heute sagen, wenn ich irgendjemand einen Tipp geben sollte, wie man am schnellsten und einfachsten Mädels kennenlernt, mit Hund. Mit Hund, ja. Einklug muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Weil du verheiratet bist. Ja. Seit 20 Jahren. Nächstes Jahr 25. 25 Jahre. Heftig, ja. Digga, ne? So geil. Ja, das ist sehr gut. Heftig. Echt? 25 Jahre ist echt stabil. 25 Jahre, Digga. Ja? Und man weiß, Kai war immer Schwiegermamas Liebling. Ich glaube, der hätte auch ordentlich sich austoben können. Nicht, dass er das vielleicht nicht in seiner Jugend gemacht hat, aber 25 Jahre, mein Respekt. Ich denke, meine längste Beziehung war 10 Jahre. Ich denke, ich bin irgendwie, keine Ahnung. Ja, Mr. Lover Lover, weißt du? Ja, aber 10 Jahre ist ja auch schon mal. Aber ich glaube, sowas wird es immer weniger geben, solche langen Beziehungen. Ja. Stimmt. Ja, aber das ist, ich weiß. Also der Typ, der Typ da redet sehr viel gutes Zeug. Stimme ich ihm zu. Stimmt, ich weiß ja, ich bin ja jemand, ich bin ja, was solche Sachen betrifft, sehr dann eher konservativ und sage, ey, so Werte, so bestimmte Werte, das ist schon gut, wenn die erhalten bleiben. Ich finde das auch nach wie vor super cool zu heiraten, ja, weil das ja auch ein Versprechen ist und das ist ja eine Aufgabe und ja, und hat ja auch was, weißt du, wenn man so wirklich sagt, man verbringt sein Leben zusammen. Ich verstehe, was du meinst so. Und stimme dir da auch zu, dass es nochmal so ein extra Bündnis ist, wenn man heiratet, aber weiß nicht,
Muss man heiraten, um sich die Liebe zu zeigen? Nö, muss man nicht. Bin ich nicht im Heiraten. Ich habe erstens genug El Bandi geguckt. Ich auch. Nee, aber für mich, wenn ich jetzt an Heiraten denke, sind die einzigen Vorteile, die ich hätte, wären Steuerersparnisse. Ja, habe ich sofort richtig gesagt. Ja, deswegen heirate ich auch nicht. Ja. Kann ich immer noch. Steuerersparnisse. Gelernt. Ja. Außerdem, wen soll ich? Ich habe ja auch niemanden zum Heiraten. Ja. Oh. Wollen wir heiraten? Ja, ja, das, ich glaube, das wird funktionieren. Marcel Pflaume hört sich gut an. Ich werde bestimmt auch bei Mercedes wieder VIP-Leasing mit dem Nachnamen. Da kriegt der Begriff Ehrenpflaume nochmal eine ganz neue Bedeutung. Hast du recht, die Ehrenpflaume. Ja, moin. Ja, hast du recht. Ja. Nee, aber muss ich dich enttäuschen, der Kanalname ist schon besetzt. Ehrenpflaume? Ja. Wie, so heißt euer Kanal jetzt oder was? So hast du dich genannt? Nein, Moment. Das ist ganz wichtig. Hätte ich auch nicht gedacht, so Ehrenpflaume. Ich mich genannt. Das ist ein Hashtag, den ich von der Community bekommen habe. Hashtag Ehrenpflaume? Ja, weil die Leute, die mir so folgen und so, die sagen eben nicht, ich bin Ehrenmann oder ein Ehrenbruder oder so. Ehrenpflaume. Sondern du bist eine Ehrenpflaume. Ja. Ja. Das ist so in Ordnung. Ja, oder? Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber weiß ich, heiraten sehe ich mich erstmal nicht drin. So, ich muss jetzt hier kurz meine Arbeit machen. Was machst du? Achtet jetzt da drauf. Hört genau hin, wie das Plätschern jetzt im Hintergrund ist und wie später ist. Achtet jetzt genau. Ja, ich musste gucken, ob das hier alles läuft und das sieht nicht so aus. Guck, da ist wieder ein dicker Stau. Bist du hier der Bachbeauftragte? Ja. Hört hin. Ihr erfahrt heute hier wirklich ganz exklusiv sehr neue Sachen. Dann nimm mal kurz meine Kette, sonst knuspert das die ganze Zeit am Mikrofon, wenn ich mich... Ist die was wert? Nee, die ist aus Istanbul. Okay. Aber ich mache hier immer, dass das ordentlich am... Also ich mache den... Und jetzt? Wie soll ich dir das erklären? Ich will, dass das vernünftig plätschert. Du sorgst dafür, dass hier kein Stau entsteht. Ihr hört den Unterschied. Ja, ich mag das nicht. Für mich war dieser Ort immer die pure Entspannung, wenn das richtig sich gut anhört. Ja, und wenn das ja, verstopft ist, dann hört sich das für mich nicht richtig gut an. Das heißt, das machst du quasi schon seit du Kind bist. Ja. Und meine Freunde und auch mal ein paar Zuschauer legen mir auch immer extra was hin. Das finde ich nicht so gut. Das ist das so? Ja. Nein. Doch. Abgehoben. Und sowas hier, guck mal. Nein, das geht gar nicht. Nee. Deswegen. Boah, alles gut. Aber wechseln die Hose. Digga, ich hab mir die Hose so eingesaugt. Bin den ganzen Tag trotzdem mit rumgelaufen, Digga. Müsst ihr drauf achten, meine Hose war so dreckig unten an den an dem Knöchel. Solange die kein Müll. Ey, Bruder. Damit bin ich den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen, Digga. Hier liegen lassen, das ist nämlich auch das Problem, dass hier Müll liegen lassen. Wie viel Müll ich hier auch schon mitgenommen habe. Merkst du schon, wie sich das besser anhört? Ja, das plätschert viel schlimmer. Ja, keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich fand's cool. Kai hat es auch gefühlt, Digga. Hab angemerkt. Kai hat das schon gefühlt, das sauber machen. Hat ein gutes Auge. Ah, guck mal, siehst du das? Oh ja. Und das heißt, das ist Illerbach und Illersee? Ilsebach. Und der hat der Seennamen? Wie bitte? Hat der Seennamen? Ilsebach. Ach, der See heißt Ilsebach. Ja. Da habe ich gedacht, er will mich verarschen, Digga. Illersee? Ilsebach. Und der hat der Seennamen? Wie bitte? Hat der Seennamen? Da habe ich gedacht, er will mich echt verarschen, Digga. Ilsebach. Ach, der See heißt Ilsebach. Ilsebach, ja. Das ist ein bisschen verwirrend. Das stimmt, ja, natürlich. Für dich als jemand, der das nicht kennt. Wir nennen das hier Ilsebach. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber das heißt hier einfach Ilsebach. Warum war ich eigentlich noch nie vorher in Buxtehude? Hä? Warum war ich noch nie in Buxtehude? Das weiß ich nicht. Alles gut? So ein Feini. Ja, ist gut, ne? Ja. Aber schau mal, das finde ich so. Also ich finde, man merkt, dass Kai noch nie einen Hund hatte, Digga. Das ist kein Kraulen, was er da macht. Das ist irgendwie versuchen, den Nacken auszurecken. Also kraulen, Kai, sieht anders aus. Gut. Achtet drauf. Ja, ist gut, ne? Wie, Kai's Kopf die ganze Zeit so, Digga. Das ist doch kein Kraulen, Alter. Achtet aber jetzt genau drauf. Das ist definitiv weit weg vom Kraulen. Ja, ist gut, ne? Ja. Aber schau mal, das finde ich so total gut, dass wir da auch mal drüber reden. Weil ich glaube... Kai meinte auch erst heute am Start. Ich weiß nicht, Kai, ob du am Start bist. Er meinte, er hat die Glocke aktiviert, er kriegt immer eine Benachrichtigung. Dass viele das von dir nicht wissen, dich ist das überrascht, dass du dir überhaupt über sowas Gedanken machst. Weil ich glaube, dass viele dich ganz anders einschätzen, als du bist.
Natürlich gibt es auch nochmal den privaten Marcel, der ein bisschen anders unterwegs ist. Aber dass ich in der Natur mich entspanne, das wissen viele. Das heißt nicht, dass ich gerne hier nachts pennen würde. Es heißt einfach nur, dass ich gerne, aber auch, dass du ein Bewusstsein dafür hast und auch mal so guckst, weißt du, so, ey, liegt da Müll rum und so. Ja, es ist halt hier ein Kindheitsplatz. Also für die Leute, die sich fragen, was ich da mache, fragt sich sowieso niemand. Aber hier war das Stückchen Glas, was ich gleich in der Hand habe. Das hat so mit der Spitze nach oben rausgeguckt. Die Jugendlichen haben jetzt angefangen hier zu chillen, das ist auch in Ordnung. Aber früher war das nicht so dreckig hier und mich nervt das halt einfach, weißt du? Mhm. Weil gerade solche Sachen hier. Das Ding hat aus dem Boden rausgeguckt. So, ja, du hast gesehen, das Ding hat so ein Stückchen aus der Erde rausgeguckt. Einer hier barfuß lang. Ja, mein Hund oder irgendein anderer Hund muss hier einen Vollsprint machen, weil jemand einen Ball schmeißt und bremst genau an der Stelle ab, der reißt sich die komplette Pfote auf. Ja, das ist scheiße. Und das nervt mich einfach. Da ganz hinten ist der Waldfriedhof. Da habe ich früher immer meine Sozialstunden gemacht, wenn ich mal welche bekommen habe. Ich sag dir ehrlich, es gab zwei Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Das war einmal die Sozialstunden auf dem Waldfriedhof. Mhm. Die haben mir einfach, ich weiß nicht warum, die haben mir Bock gemacht. Ja. Und als ich als Umzugsunternehmer im Umzugsunternehmen gearbeitet habe, hattest immer neue Leute vor dir. Und ganz kurz, die Leute, die in den Kommentar gefragt haben, ey, hat Monty die Kippe auf den Boden geschmissen? Nee, man sieht gleich, ich habe sie mir in die Hosentasche gesteckt. Und nicht diesen tristen, jetzt in dem Fall meiner Ausbildung, Einzelhandelsalltag. Jeden Tag die gleichen Leute, jeden Tag den gleichen Laden, das hat mir nicht so zugesagt. Und wofür gab es die Sozialstunden denn so? Ich habe nur wegen Schlägereien. Ah ja. Wie ich das formuliere, nur wegen, Digga, meine Formulierung finde ich da gut. Nur wegen Schlägereien. Stunden denn so? Ich habe nur wegen Schlägereien. Wie ich das mit meiner Stimmlage versuche runterzuspielen, Digga, das fällt mir jetzt erst auf. Ah ja, und war meist Alkohol im Spiel? Immer. Ja, okay. Aber ich sag dir ganz ehrlich, bei mir da habe ich die Kippe in der Hand. Sieht man, der Filter. Immer Alkohol negativ auf und jeden zack, Fall. In die Hosentasche. Und es gibt halt aber auch Leute, die, wenn sie Alkohol trinken, zu ganz schlechten Menschen werden und sehr aggressiv. Und das war ich auch früher immer. Und wenn wir Alkohol getrunken haben, dann war es immer so, dass da Aggressionen entstanden sind und eigentlich auch so gut wie... Hast du die ausgemacht? Nee, die habe ich mir brennend in die Tasche gesteckt, Digga. Jedes Mal nicht, aber in den meisten Fällen gab es auch irgendwie Stress, Schlägereien oder sowas. Ist nichts, worauf ich stolz bin. Ich bin auch extrem froh, dass bis auf irgendwie ein paar Platzwunden oder sowas nie jemand größer zu Schaden gekommen ist. Oder hast du das irgendwie gelernt, die Aggressionen zu kontrollieren? Naja, kein Alkohol trinken, ja, ist ja schon mal eine Lösung. Du trinkst gar nichts mehr? Gar, schon 10 Jahre nicht mehr. Achso, das war, ich weiß gar nicht mehr, was war das? Ich glaube, ein Fahrradschloss. Ja, ein Fahrradschloss. Irgendjemand hat ein Fahrradschloss verloren. Das habe ich hier über das Ding gehangen, damit er es wiederfindet. Lösung? Du trinkst gar nichts mehr. Gar, schon 10 Jahre nicht mehr. Ich habe auch gar keinen Bock mehr auf Stress oder Gewalt. Warum auch? Warum sollte ich das machen? So? Das ist doch gut. Achtet einfach auf die Hose. Die war so dreckig, die Scheiße, Digga. Sehr cool, der Ilsebach, muss ich sagen. Schon dafür hat es sich gelohnt, nach Buxtehude zu kommen, endlich zum ersten Mal. Also ich muss aber auch fairerweise sagen, du machst jetzt natürlich, der ist cool und das glaube ich dir auch. Ich finde das wirklich schön, das glaubst du mir jetzt. Aber es gibt natürlich deutlich schönere Flecken in Deutschland. Ist jetzt nicht ein Naturspektakel, ne? Ja, aber ich muss sagen, was ich mag, ist, dass das so, das ist richtig pure Natur. Ja, das ist so pure Natur. Weißt du, das ist eben, also zum Beispiel... Ja, ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich gerade selber erschrocken. Dass das so, das ist richtig pure Natur. Ich vergesse immer wieder, dass ich ein Tattoo im Nacken habe, Digga. Ich vergesse es immer. Ich sehe es ja nie. Ich habe gerade gedacht, was ist das denn? Hautkrebs oder was? Ja, das ist so pure Natur. Weißt du, das ist eben, also zum Beispiel, ich würde hier gerne mal laufen gehen zum Beispiel. Das würde mich total reizen. Ich bin ja, ich laufe ja Scheiß Mercedes-Technik hat da wieder nicht funktioniert. Nein, Mercedes beste. Ja. Ist ein schönes Fleckchen Erde, ne? Es gibt noch, ja, die Kette, die habe ich bis heute nicht wiederbekommen von Kai Kappa. Es gibt noch schönere Plätze in Buxtehude. Mhm. Zum Wasser.
Wenn ich mal wieder einen Tausender in der Spino gelassen habe bei ihm, dann kriege ich mal als Entschädigung Wasser. Wir gucken jetzt gleich mal hier bei Montes Oma und Opa rein. Und komm doch mal. Also das war, ich sage euch ganz ehrlich, das war eine ganz komische Situation mit Opa. Aber positiv komisch. Hallo. Kennst du den Oma, oder? Wir kennen uns doch. Mit Klein gegen Groß, mit den Kindern. Ja. Also es wurde ein bisschen rausgeschnitten, so. Aber Oma ist reingekommen und hat gesagt, wir kennen uns doch. Und hat die ganze Zeit so getan, als wenn sie ihn kennt. Aber sie hat ihn, also sie wusste gar nicht woher. Sie war wirklich voll aufgeregt. Später ist sie lockerer geworden. Das fand ich auch ganz nett. Ja, also das fand ich also. Da kommt ja alles schön, noch. Ja. Das ist nur jetzt gerade in der Sommerpause. Ja. Ne? Also das fand ich auch immer schön, wenn man gesehen hat, wie die Kinder wohnen. Und das ist dann auch schon interessant. Ja, kann ich alles sagen. Das war dann immer schade, wenn ein Kind kam. Groß, kennst du? Da waren sie auch irgendwie ein ganz anderer Mensch. Als wenn sie, ja, da waren sie irgendwie natürlicher. Das fand ich irgendwie besser. Als was? Also wo? Als wenn Oma frontet ihn erstmal direkt. Sie jetzt da auf der Bühne gestanden haben, das wirkte dann schon ein bisschen steifer. Auf der Bühne habe ich einen Anzug an. Ja. Leute, ja, Funk und Fernsehen hier. Ja, moin. Macht er ein lustiges Rätselrad immer? Macht er immer ein lustiges Rätselrad im Fernsehen? So ist es ja, wer weiß denn sowas? Diese grausam. Ja? Ich finde es bescheuert. So, ach so. Das macht nichts, Opa ist so braun. Genau, schlag rein, Hände ein bisschen aufgeräumt, aber oben. Nee. Nach Opa ist so braun, mussten wir ein Stückchen rausschneiden, weil Opa wieder Sachen gesagt hat, die nicht für Fernsehen bestimmt sind. Und für Twitch. Schon das dritte oder vierte Mal, dass ich irgendwas rausschneiden musste, weil Opa wieder irgendwas gesagt hat. Also mein allererstes Zimmer, was ich bei Oma und Opa hatte, als ich eingezogen bin, das war das Zimmer hier. So, das war klein und fein. Das war das Beste, Digga. Da war aber auch noch nicht geplant, dass ich... Das Foto war aber falsch, Kai. Das Foto von dem Zimmer eben ist falsch. Von dem Zimmer habe ich auch Fotos irgendwo auf der Festplatte. Aber das Foto, was du eben da eingefügt hast, war oben in der Weimarer Straße. Weimarer Straße 20B. Ach, das waren Zeiten hier, Digga, in diesem Zimmer, Mann. Fein. Da war aber... Das war Weimarer Straße. Auch noch nicht geplant, dass ich so lange hier wohne. Wie lange hast du hier wohnt? 8-9 Jahre muss das gewesen sein. 8-9 Jahre habe ich hier gewohnt. Und das war mein erstes Zimmer. Da war hier zwei Matratzen übereinander, hier ein kleines Regal und da war der Fernseher. Und hier war draußen meine kleine Terrasse, wo ich meine Bon hing. Ich will mal kurz gucken, ob ich Bilder von dem Zimmer auf dem PC habe. Lass mich mal ganz schnell einmal gucken. Also ich weiß hundertprozentig, dass es Bilder davon gibt. Ich weiß bloß nicht, ob ich sie bei mir auf dem Rechner habe, auf dem Handy oder bei Oma und Opa im Buch drinne. Muss einmal ganz kurz hier den Ordner durchgehen, den ich hier habe. Oh, Maschallah, Digga. Das kann ich, Bruder, da war ich noch trainierter, Mann. Digga, wie ich da aussah. Ich zeige auch noch mal ein, zwei Bilder. Hier habe ich ein, zwei Zimmer. Ein, zwei Bilder. Aber da erkennt man jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, ich habe nur diese Bilder, die ich gerade rübergezogen habe. Hier, das war mit meinen Geschwistern. In dem Zimmer. Ja, da war ich high für drei, Digga. Da können da hatte ich ganz gut ein Intus, Digga. Da war ich ganz gut high. Aber das war mein... Also hier bin ich eben mit Kai reingekommen. Hier ist die Terrassentür, die ihr eben gesehen habt. Ja, das war das Zimmer, was ich da bei Oma und Opa hatte. Ja, das war mein Zimmer damals. Hier der Klassiker. Spiele aus der Videothek. Für PlayStation. Wollte ich nur 3 Tage ausleihen, Digga, hab 3 Wochen behalten, hab 90 Euro bezahlt, hätte mir das Spiel auch kaufen können. Ja, moin. Das waren so die Kifferzeiten. Boah, war ich da fertig, Digga. Das waren die Kifferzeiten, Digga. Aber damals hatte ich einen stabilen Oberarm. Damals hatte ich gute Muskeln, Mann. Das bist nicht du, doch, das bin ich, Digga. Das bin ich. Vom Wichsen, nee, weil ich damals halt auch noch gearbeitet habe im Umzugsunternehmen und so, ne? Die Arme, den Arm etc. habe ich vom Umzugsunternehmen bekommen, ne? Aber das war ich wirklich, Chat. So, weiter geht's. Also das war auf jeden Fall das Zimmer, was ich Ihnen euch gezeigt habe. Angestellt habe. Und wie alt warst du, dass du hier gewohnt hast? Ja, Schulzeit. Ja, Ende Schulzeit so. Zeitliche Angaben, schwierig. Aber Das waren schon gute Zeiten hier, ne? Ich sag dir ehrlich, ich habe gerade gestern drüber nachgedacht, das waren die besten Zeiten eigentlich, die ich hatte. So, würde ich schon sagen. Auch wenn es die chaotischsten Zeiten waren, die schlimmsten Zeiten, irgendwie waren es trotzdem aber auch die besten Zeiten. Weil Oma und Opa auch immer da waren und
weil die alles miterlebt haben, auch die ersten Erfolge auf YouTube später dann und sowas, ne? Schon. Mhm. Auch stimmt. Hier, du, ich habe hier viele schöne Zeiten auch in diesem Kleinzimmer gehabt, ne? Und In dem Zimmer zum Beispiel habe ich mein erstes Mal gefickt. Richtig gefickt. In dem Zimmer habe ich das erste Mal mit Anna gefickt. Auf entspannt. Sehr gut sogar. In dem Zimmer habe ich viele Erlebnisse gehabt mit Anna. Habe ich viele Erlebnisse gehabt. Auch Anna hat das miterlebt, dass ich aus dem Zimmer dann hochgezogen bin. Es waren schöne Zeiten, Digga. Und sowas, ne? Schon. Auch hier, du, ich habe hier viele schöne Zeiten auch in. Mit deiner Oma auch? Ja, Kamikaze. Danke für dein 9-Monate-Sub. Viel Spaß dann, Digga. Diese kleinen Zimmer gehabt, ne? Und ja, wir können jetzt nochmal in das. Und Digi, du brauchst mir gar kein Geld donaten und wieder behaupten, deine Katze wäre am Handy gewesen. Das heilige Zimmer gehen. Ja, und das ist jetzt hier. Das ist Opa sein Reich jetzt, aber das war ganz lange mein Reich, mein erster Zockersessel. Hier habe ich die ersten YouTube-Videos hochgeladen. Das ist Nostalgie, Digga. Kai sein Gesicht im Übrigen auch. Das ist Nostalgie. Und ich habe natürlich, ich bin ja Profi, Digga. Ihr kennt das legendäre Bild noch, was im Familienbuch sogar drinne war. Und niemand hat gepeilt, dass hier unten einfach meine Glasbombe stand, Digga. Niemand hat gepeilt, Digga, dass auf dem Bild die Bong war, Digga. Und ich konnte nichts machen. Das Wasser, ach Bruder, hätte ich schon ein, zwei dicke Schmäppis durchgezogen, Mann. Hier hinten noch der Red Bull Kühlschrank, den ich damals hatte. Ach, Digga, immer mit kühlen Getränken. Ah, gute Zeiten, Digga. Schön Modern Warfare 3, Digga. King Kong, der Don. 3 Abschüsse, 4 Tode. Mit meinen ganzen alten Kollegen zusammen. Avantgarde. Habe ich mal getroffen, wohnte in Hannover. Longus Primus, Ostblock Jumper, mein alter Clan, One Worth as Fuck You. Avantgarde, ich, Longus Primus waren da drinne. Dann noch Björn, aka Sucklife, Kaufi, VW Psycho, Boldi 84, Russe war das. Boldi 84 war auch bei uns im One Worth as Fuck You Clan. Feuerlight war auch bei One Worth as Fuck You. Sonst komme ich ein paar andere noch, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das sind die mir jetzt gerade eingefallen sind. Ah, das waren Zeiten, Digi. Das waren Zeiten, Mann. So gute Zeiten gewesen, Digi. So gute Zeiten gewesen, Mann. Ich komme nicht drauf klar, Digga, hier. Meine gute alte Glasbong, Digga. Meine gute alte Glasbong. Das Ding war, die Bilder habe ich gemacht und ich weiß nicht mehr, wie das kam, aber mein Vater hat diese Bilder genommen und hat sie in so einen, kennt ihr diese Rossmann-Bücher so oder so Fotobücher, die du geschenkt bekommst zum Geburtstag, zu Weihnachten? Und da war das dann auf einmal drinne. Ich konnte dann ja aber nicht sagen, hallo, da ist meine Bong zu sehen. Ich muss das einfach stillschweigend, hoffentlich sieht das niemand. Die gute alte Bon. Und das ist jetzt Opas Münzen-Briefmarken-Domizil. Und achtet wieder auf die Hose. Einfach komplett dreckig. Ja, moin. Meine ersten Streams gemacht. Da sah das natürlich alles noch ganz anders aus, das ist klar. Moin, moin meine Call of Duty-Freunde und herzlich willkommen. Also, unangenehm, Digga. Halt mein Zimmer. Oh, der Stuhl, der fühlt sich so gut an. Der fühlt sich so gut an. Ja, warst du, als du angefangen hast mit YouTube? Oder wie lange ist das her? Also weißt du wahrscheinlich wann? So vor 7-8 Jahren habe ich angefangen ungefähr, würde ich sagen. Das war schon auch immer wieder ein Ruhepol hier oben, hier mal sich so reinzusetzen. Ne? Das waren gute Zeiten hier oben und das waren auch mit die besten Zeiten, die ich, würde ich sagen, in meinem Leben hatte bis jetzt. Auf jeden. Hungriger war man da auch einfach, ne? So ein bisschen, will ich sagen. Also hungriger im Sinne von... Ist so. Ja, da, wie soll ich sagen, Digga, das war... Da, achtet einfach auf die Hose, Digga. Ja, ist ein schwieriges Thema, aber da war man halt, wie soll ich das sagen? Da hat man sein Ding gemacht und hat seine YouTube-Videos hochgeladen und wenn man irgendwie finanziell einen Tausender mehr verdient hat als letzten Monat, dann war das ein geiles Erfolgserlebnis und man hat halt langsam hier sein Hobby zum Beruf gemacht. Und hat alles auch vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, mehr wert zu schätzen gewusst, das gar nicht, aber es war halt einfach ein anderes Gefühl, würde ich sagen, ne? Ja, ist auch. Kannst du dich auch noch dran erinnern, als ich runtergekommen bin und gesagt habe, ich habe die ersten 200, 300 Euro verdient mit YouTube? Konnte ich gar nicht verstehen. Nee. Omi, lächeln. Ach, Omi wie in voller Action.
mit ihrem iPhone 10, was sie ihr geschenkt hat, und der 230 Euro Gucci-Hülle, Digga. Seit sie das Handy hat, sie macht nur noch Fotos, immer. Beste, Digga. So süß. Konnte ich gar nicht verstehen. Nee, nee. Eventuell. Obi, lächeln. Ein schön dummes Gesicht. Oma ist ein bisschen aufgeregt, ein bisschen Fanboy bist du von Kai, ne? Kann das sein? Ja, klar, das Oma ist schon... Also ich hab Oma selten so gesehen, aber Oma war wirklich aufgeregt. Ja, ist schon was Besonderes. Was hat Oma gesagt? Von Kai, ne? Kann das sein? Ja, klar, das Oma ist schon was Besonderes. Oma ist selbst der alte Pflaum. Nein, weißt du, dass du da einfach hier so auftauchst, nicht mal vorher sagen, eine Stunde vorher, ich komme vielleicht und das wird... Ich habe 10 Minuten vorher angerufen und habe gesagt, dass wir vorbeikommen, aber sie wusste nicht mit wem. Also sie wusste nicht, dass wir mit Kai kommen. Spannend. Nein, so wie er mit seinen Freunden kommt. Wir filmen kurz. Er ist auch Freund. Wo ist er deine Dings mitnehmen, deine neue Sonnenbrille? Ach. Habe ich nachgeguckt, kostet 151 und kann nicht 400. Das stimmt überhaupt nicht. Da kann der mir verheißen, Mann. Wie bitte? Da kann der mir verheißen. Also, du hast Opa eine Sonnenbrille geschenkt und er hat erstmal gegoogelt, was sie kostet. Ja, ja, weil Marcel gesagt hat, die kostet 450 Euro. Über seine Angeberpreise. Hat sie auch. Opa hat eine falsche gegoogelt. Ich habe selber nochmal geguckt. Er hat gesagt, die kostet 150 und kann Schmutz nichts. Jetzt, sagt er, die Schmutz. Opa, willst du auch noch ein Foto mit Kai oder was? Ich darf mal so rüber. Na logisch, ich bitte darum. Lächeln jetzt einmal. Du dummes Kind. Ich bin so scheiße. Opa haut immer die besten Sprüche raus. Freunde, es ist 10 vor 2. Wir müssen jetzt habe ich die Hose, glaube ich, gewechselt, Digga. Was essen jetzt? Ja, so langsam kriege ich auch ein bisschen. Mal gucken, was Buxtehude so kulinarisch zu bieten hat. Naja, wir gehen jetzt frühstücken, Digga. Ach so. Da gibt's jetzt. Also, ich weiß nicht, was du erwartest. Also ich will einfach nur. Am liebsten esse ich zum Frühstück, weiß nicht, wie es dir geht. Rührei, Spiegelei. Ja, ja. Das ich habe heute schon gefrühstückt. Also, insofern, ich frühstücke aber auch nochmal. Bin ja gespannt, wo es so lange Frühstück gibt. Überall. Okay. Eigentlich würde ich ja am liebsten zu Mehmet, aber der ist nicht da, ne? Der ist im Urlaub, ja. Aber dann muss ich nochmal wiederkommen. Bist du nicht. So. Ja, das ist jetzt die Buxtehuder Innenstadt. Die Leute werden alle doof gucken. Das weiß ich jetzt schon. Werden alle Lucky machen. So ja, groß ist jetzt auch nicht, ne? Das ist klar. Also Buxtehude ist nicht. Ich habe 40.000 Einwohner, habe ich noch so ist es gelesen. Ja, 40.000 Einwohner. Schade, dass ihr keinen Apple Store habt. Wieso? Naja, mit Kai Pflaume in Apple Store wäre lustig. Wieso? Was? Hast du mit dem Deal oder was? Pflaume, Apple. Ach so, ach komm. Da bin ich noch nicht im Alter für die Witze. Bruder, den habe ich auch. Also der hat echt lang gezogen, der Witz bei mir, wie ein Tee, Digga. Oma hätte drüber gelacht, bestimmt. Oma, ja, ja. Perfekt. Super. Guten Nachmittag. Mach's gut, ciao. Den Osten trifft man überall. Den Osten ja. Auf die Jungs habe ich mich so gefreut, Digga. Die sind so. Ah, wir haben noch das Land längst übernommen, das haben die noch nicht gemerkt. Das habe ich nicht gemerkt. Sehr cool. Wenn das ist doch der Montana Black. Digga, wie die auch aus dem Osten mich immer aussprechen, Digga. Beste. Achte nochmal drauf, die aus dem Osten beste. Ohne Scheiß. Schönen Nachmittag. Mach's gut, ciao. Den Osten trifft man überall. Den Osten trifft man. Wir haben noch das Land längst übernommen, das haben die noch nicht gemerkt. Das habe ich nicht gemerkt. Sehr cool, wenn Freunde aus Sachsen kommen. Oh, der Montana Black. Ja, das hat in der Mitte mit D und hinten mit ja, D. Das ist in Ordnung. Montana Black. Ich komme ja auch aus Sachsen, deswegen kann ich so gut nachmachen. Ja, der Jungs gleich so. Oh, der Jungs. Hey, oh, wir sind aus Osten hier. Ja, fand ich das sympathisch. Moin. Ich hätte gerne Rührei wieder. Ja. Schön mit einem Stück Dinkelbrot dazu. Mhm. Wie immer. Nett, der Laden. Ja, ist relativ neu, der Laden hier. Aber die Mutter mit ihren Kids, das fand ich ja sportlich zu sagen. Jo, wir fahren mal nach Buxtehude, machen mal eine Monty-Tour und vielleicht treffen wir ihn ja da. Aber soll ich dir was sagen? Das ist der Grund, warum ich aus Buxtehude wegziehe. Ja? Also. Weil solche Leute, also es ist ja nicht böse gemeint. Nee. Und ich finde das cool, aber solche Leute wie da, die Mama mit ihren Kindern, gibt es jeden Tag 30 oder 40. Aber das ist ja ein gewisser Kult, der da besteht. Ne? Es ist ein gewisser Kult geworden, nach Buxtehude zu fahren und das zu machen, was ich mache. Ja. Ich hatte meine Maske vergessen. Hat aber auch leider im Umkehrschluss, dass sehr viele auch ein Privat zu Hause nerven. Und ja, klar.
Frühstück. Und wenn du jetzt um 20 nach 2 frühstückst, wann isst du dann Mittag? Gegen 18 Uhr. Mhm. Und Abendessen fällt aus oder fällt das in die Nacht? Nö, ich esse gegen 18 Uhr warm und dann nochmal gegen 22 Uhr. Denk gar nicht dran, Junge. Jetzt kommt Hund. Wenn du über Ausland... Kylo wieder völlig am Durchdrehen. Was würde dich dann reizen? Ich wusste das ganz genau. Habt ihr das gemerkt? Achtet drauf. Ich wusste ganz genau, dass Kylo gleich durchdreht. Ich habe schon die Leine gehalten. 22 Uhr. Denk gar nicht dran, Junge. Er ist kaputt. Wenn du über Ausland nachdenkst, was würde dich dann reizen? Also wo wäre das denn? Auch schwierig, schwierig. Also ein Punkt, warum auch ich, wenn ich könnte, also wenn ich jetzt die Problematik mit Kylo nicht hätte, oder was ist Problematik? Nee, wenn du es dir frei aussuchen könntest. Also du, ja, dann kommt ja noch der Punkt hinzu, dass ich mir denke, stell dir mal vor, jetzt ist irgendwas mit Oma. Ja. Und ich bin beispielsweise in Amerika und bis ich bei ihr bin, brauche ich 48 Stunden. Aber nehmen wir mal das alles raus. Also wenn es jetzt keine Verpflichtungen gäbe und so weiter, ne? Kannst du frei aussuchen. Dann würde ich irgendwo in Europa, denke ich mal. Ne? Ja, ich persönlich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sehe mich in Mallorca. Ja, Mallorca. Malle fand ich schon immer cool. Hab da mit Cala Ratllada eine Stadt, mit der ich eine tiefe Verbindung habe, weil ich dort das erste Mal am Meer, am Strand war mit Oma und Opa. Mhm. Nach Cala Ratllada habe ich eine starke Bindung und möchte da oben unbedingt auch mal wieder hin. Warst du nie wieder seitdem? Nein, das letzte Mal war ich da, als ich mit Oma und Opa da war. Ich war ja 4,5 Jahre schon nicht in Urlaub. Weißt du, wo ich dich auch mega sehe? Also würde ich auch sagen, das wäre sowas, ich glaube, das mache ich so als nächstes. Der nächste Step und die nächste Runde, ja, da komme ich wieder und sage, mit Monte in Tokio. Nein. Tokio ist meine Heimatstadt. Nee. Da kommst du, das ist wie eine Reise zum Mond, da kommst du anders wieder. Nee. So geil. Allgemein alles, was in der Region ist, den vertraue ich nicht. Weil vertraue ich einfach. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil dann ist ja dein Kanal da. Wir wollen jetzt hier nicht, dass es dann heißt, oh, Herr Pflaume, die Serie können wir jetzt nicht mehr mit ihm machen. Sagen wir es mal so, der erste Blowjob, den ich bekommen habe, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, war von der Transe. Okay. Und das hat irgendwie bleibende Schäden bei mir hinterlassen. Heißt jetzt, also es ist ein Running Gag geworden in der Community. Das heißt, dass, man sieht es logischerweise ja nicht immer sofort. Nein, hab ich auch nicht. Also du hast... Kai kennt sich aus anscheinend. Das ist ja Frau. Ja, ja. Ich und René waren mit der zusammen unterwegs. Und wann wurde es aufgelöst? Hat später. Dann, hat, von ihr oder? Nee, haben wir dann rausbekommen. Hast du sie ihn nochmal wieder gesehen? Leider nicht. Oh. So bleiben wir schön. René hat sich ein paar Mal noch mit der getroffen dann. Oder mit dem. Keine Ahnung. Mit S. Ehrenmann. Nein, das ist so ein Running Gag. Ich habe da eine Story mal gemacht, die ist sehr bekannt. Verstehe. Ich habe ja nichts seitdem mit dem Lady Boy gehabt oder sowas. Links der Typ, ja, aber also hier der Typ war die ganze Zeit übelst korrekt. Auch die gegenüber, alle waren korrekt, die da waren. Ich wusste das ja auch nicht, ne? Aber seitdem ist so ein Running Gag. Und okay, jetzt sagt man immer, nach Thailand, ab zu den Lady Boys und so. Dann macht das jetzt alles Sinn. Dann macht das jetzt Sinn. Hallo, ich bin Mona, möchte gern ein Autogramm für meine Mama. War René vorhin sauer, dass ich gesagt habe, dass er sich nochmal mit ihr getroffen hat, oder was? Ich ruf ihn mal an. Er geht bestimmt nicht ran, so wie ich ihn kenne. Also entweder schaut er meinen Stream, geht aus Prinzip nicht ran. Hallo? Jo, was ist? Na? Hallo? Ich bin am Stream, die Leute hören dich. Ja, alles gespannt. Was machst du? Ich bin jetzt gerade bei Mutti, Digga. Ach so. War heute auf dem Geburtstag von meiner Schwester, weißt du? Ah, easy. Aber hab ich nicht gesehen, Digga. Ich war auch bei Tommy auf dem Geburtstag, hab gar nicht Story heute geguckt. Ich denke, du warst bei Burger King. Hast du bei Burger King da irgendwo in Bremen oder was? Nee, auf dem Rückweg war ich in Sittensen bei Burger King kurz. Oh, entspannt, Digi. Der Chat meinte, du warst vorhin sauer auf mich ein bisschen. Warum? Weil ich gesagt habe, dass du dich noch mal ein, zwei Mal mit Jappi getroffen hast. Ja, ich musste voll die Hose runterlassen, du Wichser. Ja. Du Wichser, aber ich hab's gefühlt, Digga, aber lustig, Mann. Ja, ist ja so, Digga, das war der beste Blut, den wir uns hier verpasst haben lassen. Und daran denke ich auch immer wieder gern zurück. Wie gesagt, Digga, Jappis Nummer werde ich auch niemals vergessen. Voila, Digga, wenn ich wüsste, wo Jappi ist, ich würde wieder hinfahren. Hilf mir auch irgendwie raus, Digga. Ja, du weißt bis heute ihre Telefonnummer auswendig, Digga.
Ja, aber die hat sich ja schon lange nicht mehr an, die blöde Kuh. Einfach, Digga, ich weiß nicht mal mehr die alte Haustelefonnummer, die ich früher hatte. Du weißt einfach noch ihre Handynummer, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist, daran siehst du, dass die alte uns kaputt gemacht hat. Ja, die hat uns irgendwie schon, naja. Nee, gut, ja, da hat der Chat wieder übertrieben, war klar. Die sollen nicht übertreiben, Digga, sonst gibt's ein paar aufs Maul. Kappa. Danke. Gut, alles klar. Dann viel Spaß bei Modi, Digi. Ich wünsche dir viel Spaß beim Stream, wir haben's. Ja, ja, lass schau. Habt ihr wieder übertrieben, ihr Spinner. Weiter. Anfang 50 und eine ganze Weile. Super, ne? Wie heißt das? Gerne auf die Seite Sabine. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Hakei, bei dir läuft. Die Zielgruppe hätte ich auch mal gerne. Du warst schon Frauenmagnet, das muss man mal. Meine Mutter mochte dich auch sehr gerne. Ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum du jetzt gesagt hast, warst, aber. Naja, also. Ja, gut, das war jetzt ein Buch, da komme ich nicht mehr raus. Also, nee, also, das kann man ja mal fairerweise sagen, dass du ein gut aussehender junger Mann damals warst und jetzt immer noch ein gut aussehender Mann bist. Konkrete Pläne schon gemacht. Was für also, konkrete Pläne? Wir haben den konkreten Plan Allianz Arena in München. Das ist der einzige konkrete Plan, den ich kenne. Ja, und wir haben vorhin ausgemacht, wenn du heiratest, bin ich eingeladen. Also, ja, ich aber das wäre nicht passiert. Ich stehe auch aus Brautzeuge zurück. Könnte ich auch beim Heiratsantrag beraten. Ich habe noch eine Menge Ideen, die noch nicht umgesetzt sind. Das glaube ich dir, aber da sehe ich mich nicht drin. Der einzige Grund, warum ich heiraten wollte, wäre der Steuer. Das sagst du nicht nochmal. Das turnt mich ab. Wir müssen ja heute nicht noch zusammen ins Bett gehen. Insofern kann ich damit leben, dass ich dich abturn. So, jetzt hier. Man kann sagen, was man will, Digga. Kai ist absoluter Ehremann. War echt ein schöner Tag mit ihm. Wir gehen mal durch. Ich zeig euch mal einen Spot, wo ich Pfefferspray in die Fresse bekommen habe. Echt? Ja, ja. Warum? Wir machen eine Schlägerei. Okay. Das ist ein Arschbeiß. Hier weiß ich zum Beispiel noch, Digga. Warum? Wir machen eine Schlägerei. Okay. Hier. Wo die jetzt sitzen, ist mal sowas, also Digga, das war, also ich hab, also prinzipiell natürlich Gewalt gegen Frauen, auf gar keinen Fall, aber hier stand mal mein Kollege Sascha, weiter werde ich ihn namentlich nicht nennen, hier stand Sascha mit seiner, ich weiß gar nicht, mit seiner damaligen Freundin, ich weiß nicht mehr, und hier ungefähr stand so eine Emo-Punk-Tussi mit ihrem Freund. Und ich weiß nicht warum, diese Emo-Punk-Tussi und Sascha hatten, ich habe das schon mal erzählt, hatten irgendwie Ärger. Also sie hat ihn dumm angemacht. Und Sascha B, ich glaube, das ist ein anderer Nachname jetzt, Sascha N, stand dann mit ihr und sie hat ihn angemacht und er hat zu ihr gesagt, geh bitte jetzt und lass mich in Ruhe, nerv mich nicht und. Und aus was für einem Zusammenhang auch immer, hat die Alte ihm so heftig ins Gesicht gerotzt, aber nicht nur so, sondern so. Und Digga, Sascha hat ihr so eine Koma-Backpfeife gegeben, Digga. So eine Koma-Backpfeife gegeben. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, brauchen wir nicht diskutieren jetzt. Jeder kann das so sehen, wie er möchte. Und die Alte ist so aus den Latschen geflogen, Digga, und lag dann am Boden und hat dann aber. Was? Und ich stand daneben, Digga. Ich stand daneben und ich hab's enjoyed, muss ich ehrlich sagen. Also, Gewalt gegen Frauen bin ich überhaupt kein Freund davon, aber wenn mir jemand ins Gesicht spuckt, egal ob männlich oder weiblich, weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, Digga. Weil, also ins Gesicht spucken ist das mit Respektloseste, was du machen kannst. Hier, da habe ich auch eine Real-Life-Story zugedreht. Mhm. Also die kennen die Leute. Den Ort haben die Leute noch nie gesehen. Mhm. Da, hier war. Da, also warum ist das hier passiert? Weil das zufällig. Ich zeig das. Ich bin mit René hier längs gegangen. Mhm. Ja. Und hier sind uns Leute entgegengekommen, zwei mhm. Stück. René hat den einen angerempelt, weil er keinen Platz gemacht hat. Mhm. Dann haben die beide sich in den Haaren gehabt. Dann bin ich so ein bisschen zurückgegangen. Die haben sich hier so geschlagen. Mhm. Und der Typ, der da mit bei war, stand hier neben mir. Mhm. Und wollte dann dazwischen gehen. Und ich wollte nur zu ihm sagen, nee, lass die mal eins gegen eins machen. Mhm. Und er wollte ihn so beiseite tun. In dem Moment hat er dann Pfefferspray rausgeholt und mir ins Gesicht gesprüht. So aus nächster Nähe. Ja. Und dann lag ich hier, weil Pfefferspray, ist ja, da kannst du ja nichts machen. Und zwischenzeitlich habe ich ein paar Mal die Augen aufgerissen und dann weiß ich noch, dass der eine Typ in der einen Ecke lag, René ist ja, ne? Mhm. Und der mir Pfefferspray ins Gesicht getan hat, der René hier so an der Wand hat dann... René meinte, er wäre im Busch gewesen. Ja,
hat er recht. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube, hier in diesem Bereich hier unten muss früher ein Busch gewesen sein. Irgendwo waren da auf jeden Fall Grünzeugs. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber hat René recht. Irgendwo in diesem Bereich wo war Grünzeugs, ein Grünbusch oder so. Mhm. Oh, okay. Da, wo die Mülltonnen standen, das kann auch sein. Das ist so lange schon her, ich kann mich nicht daran erinnern, wo es war. Aber da war auf jeden Fall irgendwo Grünzeugs. Und dann kam die Polizei. Pfefferspray ist nicht so nice, ne? Habe ich noch nie, keine Erfahrung damit. Wie lange dauert das, bis man wieder... Lange. Also, für mich persönlich, Pfefferspray ist das beste Abwehrspray, was man, also zur Selbstverteidigung, was man macht. Also Pfefferspray war echt übel. Habe ich einmal in die Fresse bekommen. Pfefferspray war wirklich übel. Echte Real-Life-Story. Am Originalschauplatz. Ja, ja. Zum Glück haben wir es nicht ganz originalgetreu nachgespielt. Vielen Dank. Ja. Immer Markt gewesen, hier war ich als kleiner Butschi oft mit meiner Mutter, frische Sachen kaufen und ja, Buxtehude ist ja auch natürlich dafür bekannt, Hase und Igel, da wo der Hund mit dem Schwanz bellt, so. Und, ja, ne? Ja, genau, richtig. Man sagt, Buxtehude ist da, wo der Hund mit dem Schwanz bellt. Ja. Nee? Ja, guter Spruch. Wollte ich dir einmal zeigen, hier bin ich als Kind reingefallen. In den Brunnen. Weil du das Geld rausholen wolltest. Ja. Hier bin ich mal so als 8- oder 9-Jähriger reingefallen, weil ich da die Münzen rausgefischt habe. Ich konnte stehen, aber ich habe gar nicht ertrinkt. Dann bin ich mal als kleiner Butschi hier reingefallen, das weiß ich noch ganz genau. Ja. Da war ich mit meiner Mutter hier. Ja. Oh, das ist nett. Ja, das ist halt, ne? Das ist halt Buxtehude, Digga. Das ist halt. Ja, entweder man liebt Buxtehude oder man mag Buxtehude halt nicht. Für viele weiß Aber ich habe jetzt bisher noch keinen Grund gefunden, warum ich Buxtehude nicht oder überhaupt nicht. Ja, weil Leute vielleicht halt auch einfach gerne in der Großstadt leben und das für die hier zu langweilig wäre. Ach, guck dir mal die Eisbecher an. Guck mal, dreh dich mal kurz um hier. Ihr kriegt Eis, ne? Oh. Ja. Welche? Das ist ja ein Familieneisbecher ist das. Ja, das ist ein Familieneisbecher. Ach so, der Pflaume. Der Pflaume. Ich wollte gerade sagen, er hat das schon mal gesehen. Ja. Aber dann hier rein. Nee, das stimmt. Was machst du in Buxtehude? Ich bin heute das erste Mal in Buxtehude. Ach so, mit. Die hat früher auch an der Tankstelle oben gearbeitet, in der Süd, bei der Rheintankstelle. Und er zeigt mir hier gerade mal so ein bisschen die schönen Ecken. Hey, Digga, was geht? Alles klar oder was? Läuft bei euch hier der Laden? Ja. Entlein Buxtehude, Empfehlung wert auf jeden Fall. Oh, ich nehme Zitrone, zwei Kugeln Zitrone statt Zitella. Zitrone statt Zitella? Ja. Nehme ich leider ein 5-Jähriger, weil immer Zitrone. In der Waffe? Ja, in der Waffe, ja. Immer Zitrone, Stracciatella. Immer. Schon ich immer. Weiß nicht warum. So war ich hier, sitze schon als kleiner Butschi. Ich nehme immer nur Zitrone und Stracciatella. Auch genau in der Reihenfolge. Wenn er mir das gibt, Stracciatella unten und oben Zitrone, nehme ich immer unten Zitrone und oben Stracciatella. Schon immer. Ich bin wahnsinnig gerne Banane gegessen, das mache ich heute überhaupt nicht mehr. Ja. Probiere, glaube ich, Kokos-Schokolade. Sieht auch gut aus. Ne? Kokos-Schokolade sehe ich auch. Aber er ist nicht angegangen. Aber stimmt so. Ich bin bald bestimmt da. Dem geht's sehr gut. Alter, gehst du mit dem Honig, gehst du Eis kaufen? Einmal. Danke. Ich brauche auf jeden Fall einiges an Servieren. Das sehe ich jetzt schon kommen wieder. Glaub mir, da sind richtige Ungeheuer drin, Digga. Nee, weißt du, was eklig ist in solchen Tümpeln? Der Geruch. Der Geruch und es ist ja immer so ein Schlammboden, weil das ganze Laub da ja reinfällt und vermodert. Ja. Und da steckst du dann mit den Füßen drin. Also ich fühle das auch nicht. Da würde ich nicht reingehen. Wäre richtige Horrorvorstellung für mich, da reinzugehen. Ja. Hey, Flop, was hast du gesagt über Lenzen da zuletzt mal in einer Sendung? Ich weiß nicht, in welcher Sendung. Wie random der da reingekommen ist. Was hast du über Linsen gesagt? Über wen? Linsen. Ich habe bestimmt gesagt, Bohnen, Erbsen, Linsen bringen den Arsch zum Grinsen. Erbsen, Bohnen und Speck. Erbsen, Bohnen und Speck. So sah meine Frau. Ihr müsst euch vorstellen, der kommt dahin und sagt, was hast du über Linsen gesagt? Kennst du noch den Zusatz? Den kann ich nicht. Erbsen, Bohnen und Speck hauen dir das Arsch auf weg. Hat mein Opa erfunden. So, oha, was ist denn jetzt hier für ein Auflauf? Ich komme. Mama, aber ohne die Kinder. Ich möchte keine nicht, Kinder. Nicht, dass sie heute denken, wir hätten Kinder. Schau mal. Endlich mal Buxtehude. Ja, ne? Schön. Ich war noch nie in Buxtehude, das erste Mal. Weißt du? Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich war überall schon. Ich war noch nie in Buxtehude. Kann ich nicht so. Mädchen oder was? Das ist aber falsch geschnitten, Kai. Aber ist in Ordnung. Aber das hier, alles, was jetzt kommt, war hier. Als wir hier längs gelaufen sind,
alle, also hier sind wir am Brummen längs gelaufen, dann an der Kirche und dann kam die Stelle mit der Eisdiele, aber die Stelle mit der Eisdiele war nachdem das hier war. Lass ihn mal ein bisschen schnüffeln, er will mal eine klar machen. Komm her, Kailo, geh mal hinter. Komm her, sag mal hallo, ey, so ein Feinchen. Oh, so ein hübscher Hund, Digga. Feines Mäuschen. Ganz hübscher. Feinchen, ey, ja. So hübsche Augen hast du, Mäuschen. So hübsche Augen hast du, ne? Also hier ist jetzt die Stadtbibliothek. Hier hinter den Mauern. Würde man von mir wahrscheinlich nicht denken, aber ich war früher da sehr, sehr oft drin. Mit meiner Mama zusammen, da gab es auch noch nicht die digitale Zeit. Da hat man sich seine CDs, ja, ja. Bücher, Graffiti-Magazine konnte man sich hier ausleihen. Ne? Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber Bibliothek war damals, ich weiß nicht, Digga, mit was kann man Bibliothek vergleichen? Bibliothek ist so wie für euch jetzt so Netflix und Spotify. Früher ist man in die Bibliothek gegangen und hat sich die neuesten CDs ausgeliehen. So Bravo-Hits und sowas. Da ist man in die Bibliothek gegangen, hat sich das dort ausgeliehen. Und dann hat man zu Hause das auf der CD-Player gehört. Bücher hat man sich dort ausgeliehen, ist ja klar. So zum Beispiel, vielleicht kennt der eine oder andere Graffiti-Sprüher von euch, ein bisschen älter schon ist, das Buch Odem on the Run. Das war ein legendäres Graffiti-Buch. Leider hat er sich umgebracht, Odem. Wenn mich nicht als Täuscher ist gestorben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er so gestorben ist oder umgebracht. Ich glaube, er hat sich umgebracht. Und Bibliothek war heftig. Und zum Beispiel, jetzt kommt etwas Heftiges. Da können sich die Oldschooler dran erinnern. Damals gab es in der Bibliothek so Geschichtsbücher, so mit Bildern von Hexen, von Hexenverbrennung. Und ich weiß, dass ich diese Bücher so auf richtig, ich wollte sie mir nicht angucken, aber ich musste und habe dann dort reingeschaut in diese Bücher und habe diese Hexenverbrennung gesehen und hatte unheimlich Angst davor, Digga. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Bücher hießen. Und es war einfach eine geile Ruhe auch in dieser Bibliothek. Niemand hat laut geredet. Ich weiß doch ganz genau, in der Buxtehuder Bibliothek, wenn du die Treppen nach oben gegangen bist, die Treppen haben immer so geknatscht. Du konntest dir dort, ja, Bibliothek stirbt wahrscheinlich so gefühlt aus in der digitalen Welt heutzutage, aber damals gab es noch kein Spotify, da gab es auch noch kein YouTube. Internet war da noch in so gefühlt irgendwie, weiß ich, weit weg. Wenn du irgendwas Aktuelles haben wolltest und es dir ausleihen wolltest, bist du in die Bibliothek gegangen. Und die Zeit verändert sich, ja, definitiv. Die Zeiten ändern sich, Digga. Bibliothek war damals, ich fand Bibliotheken immer cool, mit Mutti hinzugehen. Habe ich genossen. Doch, doch. Die Leute waren nett. Meine Mutter hat früher auch in der Stadtbibliothek gearbeitet, muss ich dazu sagen. Und ich habe es gefühlt. Ich habe es gefühlt, mit Mama in die Bibliothek zu gehen, mir irgendein Buch rauszusuchen oder irgendein, ja, Guinness-Buch der Rekorde zum Beispiel. Kennt ihr vielleicht noch? Guinness-Buch der Rekorde. Und sich dann irgendwo in eine flauschige Ecke zu setzen und einfach auf entspannt die Bilder sich anzugucken etc. Das waren schon gute Zeiten. Mochte ich gerne. Habe ich auch lange nicht so drüber nachgedacht, wie jetzt gerade mit euch. Aber jetzt kommen gerade viele Erinnerungen hoch mit Mama. Ich war ja immer mit Mama in der Bibliothek. Dann hast du so eine kleine Karte, die hast du abgegeben. Dann musst du so ein Buch, hast dir 2-3 Tage ausgeliehen, musstest so 2 D-Mark oder Euro bezahlen, keine Ahnung. Kommen gerade schöne Erinnerungen hoch mit meiner Mutter. Ich habe das gemocht. Die Stadtbibliothek, die Stadtbücherei war auch immer ein cooler Ort, fand ich. Ich fand das cool. Liest du heute ab und an noch? Nee, gar nicht. Hörbücher? Oder gar nicht, gar keine Bücher? Ich bin da noch oldschool, wenn ich mir mal ein Hörbuch anhöre. 3 Fragezeichen. Oh, Digga, jetzt kommt Burger King bei mir durch, sorry. Oh, der wird auch gut, Achtung. Dem würde ich so eine 5 geben. 10 Beste, es waren eine 4 bis 5 nur. Fragezeichen der Neufolge. Also 3 Fragezeichen höre ich sehr gerne und 4. Ja. Aber ansonsten so Bücher lesen, gar nicht. Aber 3 Fragezeichen sind auch cool. Ja. 3 Fragezeichen ist... Sorry, wer 3 Fragezeichen nicht cool findet, der soll sich selber löschen. Ehre und... ist cool. Ja, wer 3 Fragezeichen in seiner Kindheit nicht gehört hat und nicht fühlt, der tut mir einfach leid, weil er was verpasst hat. So, ist wer 3 Fragezeichen nicht fühlt, der hat's verpasst. Ja. Es ist so. 3 Fragezeichen, ich habe gerade heute eine Folge gehört und ich gebe euch hier mal meinen persönlichen Tipp ab. Ich habe heute die Folge Und der Mottenmann gehört. Fand ich, war okay, die Folge, hat mich jetzt nicht umgehauen wie eine Rechte von Tyson, aber war okay. Die beste Folge, 3 Fragezeichen für mich,
Und ich weiß, jeder hat eine andere. Ich sage euch jetzt auch meine Lieblingsfolge, falls ihr die noch nicht kennt. Musik des Teufels ist übel. Habe ich damals sogar als Buch gelesen. Aber meine absolute Lieblingsfolge ist... Ich muss das Bild kurz suchen. Bin ich schon dran vorbei. Hier, Moment. Oh, es klappt ja wieder sehr gut. Mann! Das ist meine Lieblingsfolge. Die drei Fragezeichen und der Doppeltgänger. Das ist meine Lieblingsfolge. Die drei Fragezeichen. Die ist echt übel, Digga. Also die ist echt spannend und übel. Doppeltgänger. Leck mich am Arsch. Ja, das stimmt. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrew. Digga, das ist einfach cool. Einfach geil, ne? Einfach cool. Moin. Können wir ein Foto machen? Können wir machen, ja. Ja. So in die Mitte, dann mache ich so. Sehr viel. Der Pflaume im Kirschenland. ist das hier das Kirschenland oder das Apfelland? Ja. Kirschenland. So bitte schön. Aber Pflaumen gibt es hier auch. Ich habe selber schon im alten Land Pflaumen geerntet. Ja, hier, das auch. Das auch. Manche davon sind sogar männlich. So, das ist jetzt die beste. So, da sind wir jetzt bei der Wachtelburg. Da schauen wir gleich weiter. Wir schauen weiter das Video, okay? Also, wir sind stehen geblieben. Wir sind stehen geblieben bei der Wachtelburg, denn ich habe zu Kai gesagt, Kai, ich zeig dir für mich die beste Currywurst-Pommes, die es in Deutschland gibt, nämlich bei der Wachtelburg, beim Wachtel-Imbiss oben in der Süd. Beste Currywurst hier im Umkreis von 500 Kilometer der Welt. Die beste Currywurst aus Deutschland. Die beste Currywurst von Deutschland, mit der besten Mayo. Ja. Ich möchte, dass du denkst, ich möchte, dass du jetzt... dir ne Dings nimmst erstmal. Pommes. Mayo. Und Pommes und die Mayo probierst. Okay. Und dann musst du mir sagen, ob das die gute alte. Was willst du, so Schwimmbad, so Freibad-Mayo? Ja, wie die Pommes, wie die dir gefallen. Das Ding ist, der Laden hat sich wirklich optisch und geschmacklich über 20 Jahre nicht verändert. Klar haben die auch mal was neuer gemacht, aber du hast hier wirklich das Gefühl, du gehst hier rein wie vor 20 Jahren. Ist so. Mhm. Ist so. Und das ist halt auch einfach wie so Plastikgabel. Also ihr könnt es vielleicht nicht nachvollziehen, in Restaurants etc. esse ich ganz normal mit Besteck, aber in Imbissläden esse ich immer mit Plastikbesteck. Ich weiß nicht warum. Dadurch, dass ich das auch öfters schon gesagt habe, will jeder jetzt immer bei der Wachtelburg Plastikbesteck und sie haben es rausgenommen. Sie haben immer für mich eins beiseite, aber das ist irgendwie ein Zwang. Ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie ein Zwang. Ich muss mit Plastikbesteck beim Imbiss essen. Es geht nicht anders. Die Fleischerei dahinter ist ja ein Familienbetrieb etc. Und das ist einfach eine grundlegend köstliche Currywurst. So, Kai. Jetzt sind wir in der bekannten Buxtehude Südecke. Süd! Hier bist du zur Schule gegangen? Hier bin ich zur Schule gegangen. Freunde, hier ist Monte zur Schule gegangen. Aber hast du damals auch schon geraucht hier auf dem Schulhof? Ja, haben wir. Im Rauchereck. Mhm. Kennen vielleicht einen noch. Oh, der Lehrer kommt. Das war immer. War das nicht sonst Holzbesteck? Nee, sie haben Plastikbesteck erst gehabt, haben jetzt das Plastikbesteck aus dem Sortiment genommen bei der Wachtelburg und haben für mich immer Holzbesteck liegen. Katz- und Maus-Spiel. Aber ich bin hier früher in die Orientierungsstufe gegangen und mein Klassenlehrer hieß Herr Nagel. Guter Mann. Herr Nagel war korrekt. Ja, der war korrekt. Dann müssen wir mal. Herr Nagel war ein guter Lehrer. Herr Nagel war korrekt. Den gibt's noch, ja. Aber ich weiß nicht, was der jetzt macht, keine Ahnung. Aber vielleicht guckt er ja zu, Herr Nagel. Gab viele coole Lehrer hier. Ja. Herr Sido, alter Oldschooler. Der hieß wirklich Herr Sido. Herr Sido ist ein geiler Oldschooler. Der fährt immer noch mit seinem Fahrrad durch die Hood. Herr Sido, ja, Digga, damals gab es aber noch keinen Sido, der Musik gemacht hat, beziehungsweise gab es schon, aber war nicht bekannt. Der hieß Herr Sido. 1,90 groß, Fluglandebahn auf dem Kopf, aber super netter Typ. Herr Sido war ein Ehrenmann. Der ist ja auch... Ist ein Ehrenmann. Der ist ja auch immer unterwegs. Meine Klassenlehrerin, Frau Siebenknecht, ihr Mann Herr Siebenknecht, so ein ordentlicher Oschi. Herr Siebenknecht war so ein Riese. René, das war von René der Klassenlehrer, Herr Siebenknecht. Und das war wirklich, der war so ein Ochse, hatte so ein bisschen langes Haar, Vollbart und vor dem hat es einfach Respekt. Wie war das? Alles, gab viele nette Lehrer und der Beste war sowieso Herr Görtler, der Schuldirektor. Herr Görtler, Legende. Von dem hatte man Respekt. Weil?
weil er einfach natürliche Respektsperson war. Ja, ja, er hatte Ausstrahlung und hat auch nicht dich mit Samthandschuhen angefasst, nur Scheiße gemacht, hast du dich auch mal angebrüllt. Ja. Okay. Und das war also Herr Görtler war der Schulleiter und Herr Görtler war wirklich, Herr Görtler, falls Sie das sehen, Sie waren immer fair und korrekt. Herr Görtler, ich habe Sie sehr gemocht und mag Sie immer noch sehr gerne. War aber auch in Ordnung, aber immer im konkreten Ton. Also Herr Görtler war immer ein guter Typ und das war eine alte Schule hier, die Südschule. Hört sich aber eigentlich danach an, als ob du durchaus gerne zur Schule gegangen bist. Nee, 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 nee. Schade. Ich dachte, ich bin nicht gerne zur Schule gegangen. Weil es Regeln gab. Weil du als 13-, 14-, 15-Jähriger überhaupt gar keine Ahnung hast, für was du das eigentlich machst. In dem Alter wird es doch nur chillen mit den Jungs. Ja, das so. Ist es mir zu. Habe ich euch immer gesagt. Ich weiß nicht, aber ich habe mit 12, 13, 14 nicht verstanden, warum ich eigentlich zur Schule gehen muss. Und dass das so, also dass die schulische Laufbahn eigentlich so wichtig ist für mein späteres Leben. Das habe ich nicht verstanden, Digga. Ist ergangen. Mir war nicht bewusst, dass das, was ich jetzt mache, theoretisch gesehen, für mein Leben sehr bestimmt ist. Ja, die Sporthalle hat ja eine tiefsinnigere Bedeutung für mich. Das ist ja auch im Grunde mein altes Wohnzimmer. Also erstmal habe ich hier geklaut wie ein Verrückter. Ja. Ich hatte ja den Schlüssel von der Schule. Wie sagt der Schlüssel von der Schule? Damals hat mir jemand den Schlüssel angeboten zu kaufen. Und ich habe ihm, glaube ich, 20 Ort dafür gegeben. Und dann hatte ich den Schlüssel. Chemielabor bin ich später reingegangen, als die Sporthalle zu heiß geworden ist. Sporthalle leer war. Nee, die war zu heiß. Die Sporthalle ausgeräumt. Und dann hast du einen Barren mit nach Hause genommen oder einen Bock oder Medizinbälle? Oder was? Du musst dir das vorstellen. Jede Umkleide oder. Digga, ich habe so Zapzarab an der Südschule gemacht. Uff. Fast jede Umkleide ist verbunden gewesen mit der Dusche. Mhm. Also hier sind jetzt zwei Umkleiden. Da konntest du von der einen Umkleide durch die Dusche in die andere. Und dann kommen dahinter noch drei, vier Umkleiden und die waren alle verbunden immer mit der Dusche. Und ich konnte halt mit dem Schlüssel in die Umkleide rein. Die Taschen leer machen, durch die Dusche in die andere Umkleide und auch wieder leer machen. Und das habe ich sehr oft gemacht. Ich und irgendwann ging es halt so viel mehr. Geklaut in der Schule. Irgendwann ging es nicht mehr. Du hast es aber eben selber schon gesagt, das ist nichts, worauf du stolz bist. Nee, das war halt meine Drogenzeit. Ne? Ach so, also das war wirklich Beschaffungskriminalität. Das war Beschaffungskriminalität, ja. Das war große Beschaffungskriminalität. Ich wurde nie erwischt, nein. Ich habe nie Anzeigen gehabt wegen sowas. Die einzige Anzeige wegen Diebstahl, die ich hatte, war einmal, als ich Kondome geklaut habe, als ich 9 war. Dann einmal mit 12 eine CD, die ich geklaut habe. Und mit 15, 16 eine Tafel Schokolade Knusperkeks von Rittersport. Habe ich alles als Real-Life-Stories auch auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Ich habe auch gesehen, viele haben gefragt, gerade, ey, Monte, was hast du denn da gemacht und so. Ich kann euch da empfehlen, wirklich, ihr müsst nicht mal mein Buch kaufen. Wenn ihr Spotify habt, hört euch einfach mein Hörspiel an, falls das was für euch ist. In meinem Hörspiel erfahrt ihr alles über mich. Oder nicht alles, aber sehr viel. Da betrieben habe. Was hast du so gebraucht pro Tag? Ja, an Kohle, meine ich. Also mindestens ein 20, aber am Anfang, aber als ich dann mit Koks angefangen habe, war es natürlich noch wesentlich teurer. Ne? Okay. Wesentlich teurer. Oder Apple Music, ist klar, ja. Und erstmal ist es ja hier nicht nur mein Ort geworden, wo ich Zap-Zarab gemacht habe, sondern auch mein Schlafplatz. Dann gehen wir gleich mal hin. Was ich mir die Kondom vorhatte, wir wollten Wasserbomben machen. Ich und Matthias wollten Wasserbomben mit Kondome machen und haben bei Rossmann oder Butnikowski, ich weiß nicht mehr, Kondome geklaut und wurden erwischt. Erstmal war die Sporthalle zu heiß. Ich sah ja immer sehr, sehr jung und jugendlich, auch damals noch aus. Als ich mit 17, 18, 19 hier am Start war, sah ich immer noch aus wie ein 15-jähriger Schüler. Das heißt, ich bin hier nie aufgefallen. So. Und als die Sporthalle dann zu heiß geworden ist, bin ich dann ausgewichen auf die Klassenräume in den Pausen. Und als das dann auch zu auffällig geworden ist, bin ich in die Chemieräume gegangen, hab da die Beamer von der Wand abgebaut. Und bist du dafür verknackt worden? Nie. Nein. Aber das weiß man heute. Das weiß man ja. Ist ja verjährt. Ja, ja, aber also ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ich glaube, jeder von euch hat schon mal Mist gemacht und kennt dieses Adrenalin-Feeling. Aber was das für ein Feeling war, in diese Sporthallen einzusteigen, beziehungsweise dort die Taschen leer zu machen. Ich sag euch ehrlich, ich war irgendwann, natürlich war ich auch süchtig nach Drogen und habe deswegen die Sachen gemacht. Aber ich war auch süchtig nach dem Adrenalinkick des Verbotenen, Scheiße zu machen, zu klauen. Das hat mir einfach einen Kick gegeben. Was das einfach für ein Feeling war, mit dem Schlüssel in die Schule reinzugehen, als alles zu heiß war. Und dann hinten in den Physik-Chemie-Räumen durch die Gegend zu laufen, zu gucken, dass kein Lehrer kommt. Dann mit dem Schlüssel, den ich ja hatte, den Chemieraum aufzuschließen. Ich wusste, ich habe noch eine Viertelstunde Zeit, bis die Pause zu Ende ist.
dann auf die Tische rauf, also Tisch rauf zu klettern, mir den so hinzustellen, dass ich an den Beamer rankomme und dann mit dem Schraubenzieher den Beamer von der Wand abzuschrauben, Digga. Das waren wilde Zeiten, Digga. Das weiß man auch. Ich habe mich auch mit einem Lehrer da schon drüber unterhalten. Mit einem Sportlehrer habe ich mich darüber unterhalten. Das ist ja nichts, worauf ich stolz bin, trotzdem kann ich halt drüber reden. Klar, wenn ich jetzt drüber rede, irgendwo schmunzelt man da auch drüber, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, oha, das war krass. Deine Mutter hat dich gut erzogen, Props. Ich weiß nicht, ob du es jetzt aufs Clown beziehst, aber falls ja und du mich damit mit dieser Aussage disrespecten willst oder meine Mutter disrespecten willst, die Erziehung meiner Mutter hat nichts damit zu tun, dass ich mich später dazu entschlossen habe, drogenabhängig zu werden und zu klauen. Das hat nichts mit der Erziehung meiner Mutter zu tun. Dass du das gemacht hast. Also es war schon krass, dass ich es gemacht habe, aber es ist nichts, worauf ich jetzt stolz bin. Es war halt das sagst du ja auch offen in deinen Streams dann zum Beispiel, ne? Dass du sagst, hey, Leute, das ist uncool und... Es war halt Beschaffungskriminalität. Ich brauchte halt Geld und das war ein einfacher Weg, Geld zu bekommen. So war's. Das war hier früher der Medizinraum, also der Erste-Hilfe-Raum. Das Gute war, da lag eine Trage drin, ein Sofa. Und in dem Raum habe ich sehr oft gepennt bzw. gechillt, wenn ich nicht wusste, wohin, als ich obdachlos war. Da konnte ich einfach hier abends. Konnte ich hier reingehen, aufschließen, genau, dann habe ich zugemacht und konnte hier rechts dann reingehen, ja. Na, die auch nie erwischt worden? Nein. Ja. Genau, in dem Raum habe ich gepennt, also in diesem Raum hier. Ihr müsst euch vorstellen, also ihr müsst euch einfach nochmal vorstellen, damals hat ein Lehrer seinen Schlüsselbund verloren und mein Kollege Nils hat den gefunden und wusste nichts damit anzufangen auf Dulli. Ich glaube, das war Nils. Und hat mir den dann verkauft für einen Zwanni. An diesem Schlüsselbund waren viele private Schlüssel auch dran von dem Lehrer, aber auch der Universalschlüssel von der Schule. Und natürlich, die Schule, ich hatte mich mit dem Lehrer unterhalten, habe ich ja euch erzählt, dem Sportlehrer vor einem halben Jahr oder so. Und der hat auch zu mir gesagt, und das hatte ich mir auch gedacht, die Schule hatte einfach kein Geld, um alle Schlösser im gesamten Schulgebäude auszutauschen. Die wussten, dass ein Universalschlüssel von der Schule verloren gegangen ist, konnten sich aber finanziell nicht leisten, alle Schlüssel komplett auszutauschen. Und deswegen wurde das nicht getauscht. Und dieser Universalschlüssel hat mir ermöglicht, in jeden Raum, wo ich wollte, reinzugehen. Es gab im Grunde keinen Raum. Es gab ein paar Räume, die noch einen anderen Schlüssel hatten, aber es gab gefühlt 95% aller Räume konnte ich mit dem Schlüssel aufschließen. Und in der Schule gab es keine Alarmanlage, kein Bewegungsmelder. Das heißt, egal ob tagsüber oder nachts, ich konnte zu jeder Zeit in diese Schule reingehen und mich dort drinnen bewegen, als wenn es meine große Spielwiese ist. Was hast du eigentlich mit dem Schlüssel gemacht, als du ihn nicht mehr brauchtest? Ironischerweise habe ich ihn später selber verloren. Später war es ja so, dass ich mit dem Schlüssel nichts mehr anfangen konnte, weil die gesamte Schule zu heiß war und zum Beispiel die Sportumkleide wurde ja dann, also hier, wo ich mit Kai hier unten an der Scheibe stehe, diese Tür war ja immer offen. Das heißt, du konntest einfach reingehen und konntest halt, wenn du zu spät gekommen bist oder so, konntest halt reingehen, dich umziehen, die Umkleiden, es war immer alles offen. Und als ich angefangen habe, da zu klauen, wurden alle Türen immer zugeschlossen. Weil sie erst gedacht haben, derjenige, der klaut, kommt da rein und hat keinen Schlüssel. Deshalb haben sie alles zugeschlossen und haben gedacht, man kommt nicht rein. Aber ich bin da trotzdem reingekommen mit dem Schlüssel und konnte alles aufschließen. Und irgendwann war die gesamte Schule zu heiß. Erstmal war die Sporthalle viel zu heiß. Sie haben ihre Wertsachen mitgenommen und in so einen Startblock reingelegt, haben den umgedreht, dass der Hohlraum am Start ist, haben die ihre Handys und so da reingelegt. Da habe ich noch ein, zwei Mal den Startblock ausgeräumt, indem ich mich in die Umkleide vom Lehrer reingeschlossen habe und dort alles geklaut habe. Das war aber einfach zu heiß. Diese gesamte Schule war zu heiß irgendwann, also die Sporthalle war zu heiß. Da konnte ich kein Zapzerab mehr machen und dann bin ich ausgewichen und bin in die Schule rein und habe in der Schule komplett die Klassenräume, also nicht komplett, aber habe während der Schulzeit, wenn die große Pause war, bin ich da rumgelaufen mit dem Rucksack wie ein Schüler. Niemand hat mich doof angeguckt, weil ich sehr, sehr jung auch da aussah und es sah einfach so aus, als wäre ich da zur Schule gegangen bin und bin dann in die verschiedenen, also es gab ja verschiedene Blöcke von der Schule, also Realschule etc. Und bin dann dort rumgelaufen als Schüler und wenn die Gunst der Stunde gut war, habe ich mich einfach bin ich einfach in eine Klasse reingegangen, habe aufgeschlossen, bin in die Klasse rein und habe dann dort deren Rucksäcke etc. leer gemacht. Da bin ich nicht stolz drauf, das ist halt einfach Teil meiner Vergangenheit so. Und irgendwann ist das auch zu heiß geworden, dann war mehr Aufsicht und du konntest dann
da einfach nicht reingehen, Digga. Dann bin ich ausgewichen auf die Chemie- und Physikräume, habe da die Beamer von der Wand abgebaut. Das habe ich zweimal gemacht, glaube ich. Dann war das da auch zu heiß. Und dann habe ich dort aufgehört. Weil ich wusste, wenn du es jetzt weitermachst, wärst du gefickt. Dann war so ein Dreivierteljahr Pause. Ich hatte den Schlüssel noch. Und dann habe ich den Schlüssel weiter vererbt an jemanden, den ich nicht namentlich nennen werde, der dort in der Zeit zur Schule gegangen ist. Ich habe ihm dann den Schlüssel mitgegeben und er hat für mich dort weitergeklaut. Ich weiß nicht, wie lange, es war nicht so lange, vielleicht ein halbes Jahr, hat dort weitergeklaut als Schüler und hat dann mit mir von der Beute Hälfte, Hälfte gemacht. Und dann habe ich einmal den Schlüssel verloren, Digga. Kriminell, wow. Ja, aber also Jesse, also sei mir da nicht sauer. So, du bist jetzt 10 Monate Subscriber bei mir und tust jetzt so schockiert. Alles, was ich gemacht habe, bevor ich YouTube gemacht habe, war kriminell. Alles, um an Geld ranzukommen. Meine gesamte Jugend und meine gesamte Zeit, bis ich mit YouTube angefangen habe und den Drogen aufgehört habe, war die gesamte Laufbahn kriminell gewalttätig. So war es halt einfach. Was soll ich machen? Soll ich jetzt irgendwie hier auf Tränendrüse drücken und anfangen zu heulen? Das ist nichts, wo ich irgendwie besonders stolz drauf bin. Das ist aber ein Teil von mir, Digga. Das ist einfach ein Teil von mir. Spend der Schule was? Sehe ich so aus, als wenn ich spenden würde an der Schule? Hast du der Schule was zurückgegeben? Warum soll ich der Schule was zurückgeben, Digga? Ich habe die Schule nicht beklaut, ich habe die Schüler beklaut, Digga. Also was soll ich der Schule spenden, Digga? Ich habe später irgendwelche Mädchen noch kennengelernt, Jungs, und die haben zu mir gesagt, ja, mein Handy war damals auch weg. Was soll ich machen? Das war halt einfach so, Digga. Ja, die Beamer, ja gut. Das war halt einfach damals so. Viele von euch können das nicht nachvollziehen. Und das ist auch in Ordnung so. Aber glaubt mir, wenn man erstmal in der Beschaffungskriminalität drin ist, abhängig ist von Drogen, dann macht man alles, oder nicht alles, aber dann macht man sehr, sehr viel, um da ranzukommen. Der eine zieht Omas Handtaschen ab, der andere betrügt mit Kreditkarte, habe ich auch früher gemacht. Der andere bricht irgendwo ein, habe ich auch gemacht. Der andere verkauft seine Drogen, habe ich auch gemacht. Man macht alles, um Geld zu bekommen. So ist halt Beschaffungskriminalität, wenn man drogenabhängig ist. Wie gesagt, mit dem Schlüssel konnte ich überall rein. Alarmsystem gab es nicht, gibt es nicht. Nachts Fußball gespielt. Genau, richtig. Einfach. Und das ist nichts, worauf ich stolz bin. Versteh mich da nicht falsch. Ich weiß, ich werde in der Hölle dafür brennen. Es ist einfach so. Wenn es eine Hölle gibt. Es ist nichts, worauf ich stolz bin. Aber es ist das, was ich damals gemacht habe, hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Also es ist auch ein Stückchen meiner Vergangenheit, ob ich will oder nicht. Es ist einfach meine Vergangenheit und deswegen kann ich da einfach offen drüber reden. Es ist ein Stückchen meiner Vergangenheit, was ich bereue und dann kann man da auch drüber reden. Digi, egal wie viel ich gut mache, körperlich verkauft, nein. Egal wie viel ich gut mache, ich werde in der Hölle dafür brennen, dass ich nicht nur in diese Sporthalle hier gegangen bin, sondern, und das habe ich schon mal gesagt, sondern sogar in die Sporthalle gegangen bin von den Grundschülern, von den Ein- bis Viertklässlern und ich dort in deren Umkleiden eingebrochen bin und den aus deren Scout-Portemonnaies 50 Cent oder 1 Euro geklaut habe, ihr Käsebrötchengeld, dass ich am Ende einen 10er oder einen 20 habe für meinen Weed. Digga, das war, Digga. Dafür werde ich irgendwann, wenn es einen Himmel gibt, in der Hölle brennen. Oder wenn es einen Gott gibt. Mir war das scheißegal, Digga. Mir war es scheißegal. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, irgendwelche Omas oder so abziehen und Handtasche klauen oder überfallen oder sowas. Weil das war, nee, aber so Diebstahl an für sich, egal was, ich habe geklaut. Das war halt einfach so. Und Gewissen gab es da nicht, Digga. Glaubt ihr, ich habe mich danach schlecht gefühlt, als ich den kleinen Kindern da die 50 Cent, 1 Euro aus ihrem Scout-Portemonnaie geklaut habe. Nein, ich habe mich nicht schlecht gefühlt in dem Moment. Ich hatte mein Geld, Digga. Ich habe mir mein 10er Weed geholt und habe mich high gekifft, Digga. Und habe drauf geschissen. Was soll ich machen? Einfach aufgeschlossen, in die Sporthalle rein und ein bisschen gechillt, Fußball gespielt, Basketball gespielt und. Ich fand es auch eigentlich moralisch gesehen, also ich fand es jetzt nicht so schlimm in der Anfangszeit, wo wir den Schlüssel hatten, dass wir hier mal nachts reingegangen sind, eine Runde Fußball gespielt haben. Das war halt so. Also am Anfang haben wir den Schlüssel nicht benutzt, um zu klauen. Am Anfang haben wir den Schlüssel benutzt oder habe ich den Schlüssel benutzt. Da sind wir einfach abends 21 Uhr oder so mit ein paar Jungs, Dolly, Ali, René, Russen-Eddie oder whatever, mit ein paar Jungs sind wir hier auf Schulhof gegangen. Ich habe hier die Tür aufgeschlossen, hier hinter ist direkt die Sporthalle. Tür aufgeschlossen, rein, Tür zu, abgeschlossen, kein Hausmeister in Sicht, bla bla bla. Es war warm.
Da haben wir die Bong da ausgepackt, Digga, haben den Basketball rausgeholt und haben abends alleine in der Sporthalle gechillt und haben Basketball gespielt oder Fußball. Das war geil, Digga. Das sage ich euch echt. Das war gut. Das war chillig, Digga. Später ist es leider zu sehr in diese kriminelle Schiene mit dem Schlüssel gerutscht, ne? Aber später, als ich dann keinen Job hatte, kein Geld genau. habe und dann angefangen habe, hier zu klauen, das ist natürlich etwas, was nicht cool ist, ne? Cool. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe wirklich 0,0 Erfahrung mit Drogen gemacht. Ja. Also wirklich gar nicht. Ne? Ja. Alkohol ja, aber keine anderen Drogen. Wenn man drogenabhängig ist, kann man dann überhaupt selber an den Punkt kommen, wo man sagt, ich will jetzt nicht mehr, ich mache jetzt einen Entzug? Ja, an diesen Punkt kann man kommen. Die Frage ist, wie schnell du an den Punkt kommst und was du dann draus machst. Das ist halt, ne? Aber ist es der körperliche Verfall? Realisiert man selber? Nein. Keine Kraft mehr irgendwann. Irgendwann hast du einfach keine Kraft mehr, würde ich sagen. Ne? Und bei mir war es dann halt irgendwann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich einfach nicht mehr wusste, wohin mit mir, weil ich obdachlos war. Und dann gab es so ein, zwei Schlüsselmomente, die mich dann an den Punkt gebracht haben, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Ne? Und letztendlich, deine Familie kann ich ja auch zu einer Therapie nicht zwingen, aber dir dazu raten. Du kannst es auch für deine Familie machen, aber es bringt dir im Grunde nichts, weil du es für dich selber machen musst. Für sich selber muss man das machen. Und ich erzähle euch die Geschichte, Chat, weil ihr nicht so sein wollt, wie ich dort früher war. Ihr wollt nicht so sein, wie ich früher war, Digga. Glaubt es mir. Das wollt ihr nicht sein. Hat es denn gedauert, wegzukommen davon? Mir wurden 30.000 Follower gebottet, ja. Du meinst jetzt, bis ich den Punkt hatte, dass ich... Nee, auch nein, wo du da, also jetzt, als du mit der Therapie dann angefangen hast, also ich habe auch da, wie gesagt, keinerlei Erfahrung. Es gibt ja einmal die Entgiftung und einmal die Langzeittherapie und die Entgiftung, ich habe nur die Entgiftung gemacht, ich war nie auf Langzeittherapie. Mhm. Einfach mal davon wegzukommen und dann wusste ich auch, wenn ich das geschafft habe, dann klappt der Rest auch von alleine. Mhm. Und dann bin ich 2 Wochen auch Entgiftung gefahren. Ich wollte nur eine Woche bleiben, meine Oma hat mir aber gesagt, nee, du musst mindestens 2 Wochen bleiben, dann darfst du wieder zu uns ziehen. Ich war ja zu dem Zeitpunkt rausgeschmissen worden und obdachlos. Und diese 2 Wochen Entgiftung haben mir sehr gut getan. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie ein Gefängnis. Also du bist da stationär in einem Krankenhaus, kannst aber da nicht rein und rausgehen, wie du willst. Du hast Gitter vor den Fenstern, hast keinen Kontakt zu anderen Leuten, weil die Gefahr ja immer besteht, dass Drogen mit reingeschmuggelt werden oder dass du die Drogen beschaffst. Und das waren 2 Wochen Isolation und sehr, sehr viel Zeit mit sich selber verbringen. Und ist auch körperlich hart? Also für mich, ich bin ja wegen Koks und Gras reingegangen dann am Ende auf Therapie oder auf Entgiftung. Ich habe mir keine Medikamente geben lassen. Ich bin die erste Nacht so schnell und so gut eingeschlafen, ohne irgendwas zu nehmen. Mit großer Wahrscheinlichkeit auch, weil ich fast den halben Tag geheult habe. Mhm. War ein sehr emotionaler Moment, so in dieses Krankenhaus. Du hast 8 Wochen auf Entgiftung. Heftig, Digga. Bei mir haben 2 Wochen gereicht. Sag ich dir ehrlich. Reinzugehen und deine Oma fährt dich dahin und da meine damalige Freundin war noch mit dabei und die dann in den Arm zu nehmen und die Erleichterung in Omas Augen zu sehen, aber auch die Emotionen. Das war schon sehr ein sehr kritischer Moment auch für mich und habe dann auch sehr viel an dem Tag geweint. Habe dann 1,5 Jahre ungefähr noch gekifft und derzeit habe ich mit Alkohol aufgehört, dann aufgehört mit Kiffen und seitdem bin ich nüchtern. Also kein Alkohol mehr, kein gar nichts mehr. Gar nichts mehr, nein. Nein. Ja. Mittlerweile, sage ich dir ganz ehrlich, ich könnte mich auch gar nicht mehr darin sehen, breit zu sein. Weil ich bin jetzt schon so lange nüchtern. Ja. Die ganzen Probleme in meinem Kopf muss ich halt selber mit mir nüchtern klären. Ne? Auch wenn es manchmal cooler wäre, das mit Alkohol oder sonstiges zu betäuben. Ne? Aber es macht ein hartes Leben natürlich, aber es ist ja eine Wahnsinnserfahrung. Also auch zu wissen, dass man das geschafft hat. Ja, also muss man nicht haben, die Erfahrung wahrscheinlich, also es ist besser, sie nicht zu haben. Die Leute haben immer zu mir gesagt, Respekt und bla und heftig, was du geschafft hast damit, aber ich sag dann immer, ich will dafür keinen Respekt oder Anerkennung haben, weil letztendlich bin ich einfach wieder der geworden, der ich eigentlich immer war. Ja. Weißt du, das war ja meine eigene, also für mich haben Leute Respekt verdient, die, keine Ahnung, in jungen Jahren Familie verloren haben oder Krebs hatten oder, weißt du, wie ich meine? Nee, aber ich habe mich damals bewusst dazu entschieden, Drogen zu nehmen. Ist so. Habe es dann wieder geschafft, keine Drogen zu nehmen und bin wieder der normale Marcel geworden. Das verdient keinen Respekt, finde ich. Also es verdient keine Anerkennung. Finde ich auch, ja. Es ist nur, es ist eine gewisse Disziplin und innere Stärke, die aber vielleicht schon vorher zu dir gehört hat. Aber Oma und Opa haben schon ein bisschen dafür gesorgt,
Also ich will, der Junge nicht ganz abrutscht. Ja, also ich will die Leistung meiner Mama nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall, aber ich gehe mal davon aus, dass ohne Oma und Opa das Leben definitiv ziemlich beschissener oder also wesentlich schlechter für mich gelaufen wäre. Würde ich mal schon sagen, ne? Gerade in der Zeit dann, ich bin ja mit 17,5 oder so, ich weiß nicht ganz genau, ist meine Mutter aus Buxtehude weggezogen. Und ich bin zu meinen Großeltern gezogen. Und wenn es meine Großeltern nicht gegeben hätte oder sie mir keinen Platz angeboten hätten, ich will nicht wissen, wo ich heute wäre, wenn ich zum damaligen Zeitpunkt schon eine eigene Wohnung gehabt hätte oder sonstiges. Mhm. Sogar noch einen Rest an Kontrolle da. Ja, ja, auf jeden Fall. Leider habe ich diese Rest der Kontrolle dann halt auch mit Händen und Füßen getreten. Mhm. Habe dann irgendwann nicht auf die grüne Medizin gehört, sondern habe leider auf die weiße Medizin gehört, nämlich aufs Koks. Und das Koks hat mich ganz kaputt gemacht und hat mich Sachen machen lassen, die vorher No-Go waren. Also ich will, ich habe bestimmt auch mal, während ich Gras konsumiert habe, auch mal irgendwie ein 10er Kleingeld von Oma und Opa aus dem Portemonnaie genommen und so. Und letztendlich, egal ob du 1000 nimmst oder ein 10er rausnimmst, ist ein Clown ist Clown. Aber ich hätte niemals für Gras die Bankkarte meiner Großeltern geklaut und hätte innerhalb von einer Woche 2.500 für Koks abgehoben. Oder allgemein 2.500 abgehoben. Das hätte ich niemals mit Gras gemacht. Heißt nicht, dass ein 10er sich aus dem Portemonnaie von Oma und Opa nehmen. Ist genauso beschissen. Aber noch beschissener ist, die Bankkarte zu nehmen. Also was ich da sagen wollte eigentlich ist, dass ich, also ich habe in den seltensten Fällen und auch wenn es trotzdem unkorrekt war, ich habe super, super selten mal mir einen 5er oder einen 10er bei Oma Kleingeld rausgenommen für Weed. Weil ein 10er für Weed hast du immer irgendwie auch ohne jemanden zu beklauen klargefahren, beziehungsweise ohne deine Familie zu beklauen klargemacht. Es ist ja komplett ein anderes Verhältnis, wenn du jeden Tag einen 10er Weed brauchst oder ob du jeden Tag ein 100er oder 150 für Koks brauchst. Das ist ja ein komplett anderes Verhältnis. Ein ganz anderer Druck, den man sich auch macht. Ich weiß nicht, wie mein Leben gelaufen wäre, hätte ich nie gekokst. Ich weiß aber eins, es wäre auf jeden Fall besser gewesen, hätte ich nie gekokst. Koks hat mein Leben zu dem damaligen Zeitpunkt kaputt gemacht. Koks hat mein Leben wirklich kaputt gemacht, Digga. Koks hat wirklich mein Leben kaputt gemacht damals. Das ist, das kann man nicht von der Sucht vergleichen zu Weed. So. Damals, wenn ich mal einen 10er brauchte und ich habe auf Krampf keinen hinbekommen, habe ich zu Oma gesagt, du Omi, ich mache irgendwie das Badezimmer komplett sauber, gibst mir einen 10er dann nicht. Du weißt ja, sie wusste ja, dass ich dann für kiffen oder so. Oder irgendwie, ich mähe den Rasen oder so. Du hattest immer irgendwie die Möglichkeit. Ich sag euch ehrlich, damals hat man schon ein bisschen zapzerab gemacht, aber damals war es wirklich so, dass man, weiß nicht, Koks hat mich so verändert, Digga. Koks hat mich so gierig gemacht. Koks hat mich Sachen machen lassen, die ich niemals auf Weed machen wollte, Digga. Klar, wir haben viel geklaut, auch während der Graszeit und so, aber Koks hat irgendwie alle Hemmungen genommen, auch Familie gegenüber und sowas, weiß nicht. Und so eine große Summe abzuheben und das habe ich auch schon ganz oft gesagt und kann ich auch nicht oft genug sagen. Und als das dann rausgekommen ist und mein Opa mich verflucht hat und mich rausgeschmissen hat und der abgehauen ist zu seinem damaligen Haus in Klütz, so ein kleines Dörfchen, und er mich da rausgeschmissen hat. Und ich abends dann an dem Abend runtergegangen bin, weil ich selber verloren war und meine irgendwie die Nähe meiner Oma gesucht habe, weil ich wusste, ich habe sie mies enttäuscht, ich habe sie beklaut. Und als ich dann runtergegangen bin und gehört habe, dass Oma geweint hat, kennt ihr, ich um die Ecke geguckt habe und ich Oma auf dem Sofa gesehen habe, wie sie, ja, so hat sie noch nie geweint vor mir, oder nicht vor mir, aber so habe ich sie noch nie weinen gehört. Und ich wollte diesen Schritt gehen, sie hat mich nicht gesehen, ich wollte diesen Schritt gehen, dass sie mich sieht und sagen, ach Oma, was ist denn los? Aber ich wusste halt, und das tat echt weh, ich wusste halt, Digga, die weint gerade wegen dir. Und leider bin ich an dem Punkt noch nicht aufgewacht, sondern erst 3 Monate später ungefähr. Habe in der Zeit Oma auch wieder wehgetan, weil sie gesagt hat, Marcel, ich habe einen Therapieplatz für dich, morgen 8 Uhr geht's los. Ja, okay, Oma, ich komme, habe Handy ausgemacht, habe ihr wieder ins Gesicht gespuckt. Leider hat es dann noch ein paar Monate gedauert, bis ich aufgewacht bin. Ja. Aber ihr habt doch heute wieder... Wir haben heute ein Verhältnis, was wir so noch nie hatten.
Ja, ich habe das schon ganz oft gesagt, aber das war leider noch, also es wäre schöner gewesen, wenn das mein Schlüsselmoment gewesen wäre, als ich damals, also für die Leute, ich habe die Geschichte schon sehr oft erzählt, aber es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Die Kurzfassung davon ist, ich habe meinen Großeltern viel Geld vom Konto geklaut, innerhalb von einer Woche. Die haben es rausbekommen, haben mich konfrontiert, haben mich rausgeschmissen. Mein Opa ist vor Wut abgehauen für zwei Nächte oder für eine Nacht, ich weiß nicht mehr genau. Und ich durfte noch an dem Tag, wo es rausgekommen ist, für eine Nacht dort bleiben und am nächsten Tag sollte ich gehen. Und in der Nacht bin ich runtergegangen oder an dem Abend bin ich runtergegangen und wollte irgendwie nochmal, weil ich mich natürlich auch schlecht gefühlt habe, das Gespräch mit Oma suchen. Und als ich runtergegangen bin, habe ich halt gehört, dass Oma geweint hat. Und sie konnte mich nicht sehen. Ich habe so um die Ecke geluscht, dann habe sie gesehen, wie sie da geweint hat. Und der Instinkt natürlich, wenn ein Mensch, den du liebst, weint, ist natürlich, diesen Menschen zu trösten und in den Arm zu nehmen. Und das wollte ich auch machen, aber dann ist mir bewusst geworden, Digga, die weint gerade wegen dir. Dann bin ich nach oben gegangen, in mein Zimmer, habe auch geweint. Aber leider bin ich in dem Moment nicht aufgewacht, sondern erst Monate später, nach exzessiven Koks-Partys und in der Sporthalle pennen und bei Kollegen pennen und Leuten. Ja, Digga, das war einfach, ja. Ja. Zum Glück ist alles jetzt so, wie es jetzt ist, aber das war damals, also das, ja. War einer meiner schlimmsten Momente im Leben auf jeden Fall. Man muss ja mal aus den negativen Dingen das Positive sehen. Das Negative damals hat das Positive jetzt mit sich gebracht. Ja, vielleicht, wenn das alles damals nicht passiert wäre, vielleicht wäre das Verhältnis heute gar nicht, könnte es gar nicht so eng sein. Aber ich glaube, also das habe ich. Man weiß es nicht, ne? Aber. Aber ich glaube, sie sind maximal stolz jetzt auch. Einer meiner schönsten Momente war definitiv, wo ich auf dem Hof bei Oma und Opa gefahren bin, ausgestiegen bin. Opa stand da und ich ihm einen Stapel 50er in die Hand gedrückt habe und gesagt habe: Opa, hier. Das Geld von früher plus ein bisschen Zinsen. Also so war das so, hätte er sagen können. Er hat das natürlich angenommen und er hat sich auch gefreut, das habe ich gemerkt. Er hat sich, glaube ich, nicht gefreut, weil ich ihm etwas gegeben habe, was ich ihm geklaut habe, sondern er hat sich gefreut, dass ich ihm das geben konnte, weil es mir gut geht. Weil er gesehen hat, mein Junge macht gerade das, womit er Spaß hat und verdient damit gutes Geld. Und er ist jetzt gerade in der Lage, mir das Geld wiederzugeben. Lass die Finger an. Heute war auch echt gut. Heute war ich ja auf der Geburtstagsparty von Tommy, der hat ja letzte Woche Geburtstag. Und wir saßen da wieder in der Gruppe. Und Opa meckert ja immer. Meine Gold, den ich mir kaufe, Rolex, Molex und so, meckert er immer. Wenn wir untereinander sind, er meckert immer. Unnötig, beiseite legen, bla 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 bla. Aber heute wieder bei der Familienparty. Ui, zeig mal die Rolex hier, mach die mal um, guck mal hier. Was denkst du denn, was die kostet so zu anderen Leuten, die da waren? Gib mir mal rüber, sie soll die mal ummachen. Immer wenn wir vor dem Maserati stehen, den ich Oma ja für 3 Jahre geleast habe, scheiß Auto, gefällt mir nicht, alles zu modern. Und vor seinen Kollegen dann immer, oh, guck mal hier, mein Maserati. Guck mal, hast du den Sound gehört? Oh, guck mal hier, die, Digga, Klassiker, klassisch Opi bei mir. Einfach von Drogen, das kann ich sagen. Das ist russisches Roulette, ob du damit klarkommst oder nicht. Nein, besser. Das ist ja gar nicht ausprobiert. Hey, das war ein super cooler Tag mit Marcel, mit Montana Black. Auf jeden Fall. Ja, total spannende Sachen erfahren. Danke für deine Offenheit. Gerne. Ja. Ja, und ich glaube und hoffe auch für euch, dass ihr noch ein bisschen was Neues erfahren habt, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, noch nicht wusstet. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, abonniert den Kanal. Es kommen ja noch viele weitere coole Videos. Denkt an die Glocke und wir sehen uns. Denkt an die Glocke, genau. An die Glocke. Das gefällt dir. Denkt an die Glocke. Ja, auf jeden Fall. Ja. Abonniert den Kanal. Nächste Woche kommt das Video mit JP, meiner Meinung nach. Hammer Video. Vieles natürlich auch, was ich schon erzählt habe in meinem Hörspiel oder in meinem Buch oder auch in meinen Videos von früher. Aber mit Kai war das echt, ein gutes, nochmal anders, weil halt mit Kai. Kai Pflaume ist einfach ein super Typ. Echt super Typ. Also hat mir auch sehr gut gefallen, das Video. Hat mir sehr gut gefallen. Und am Ende, was lernen wir von diesem ganzen Video? Ich habe sehr viel Glück gehabt im Leben. Hätte ich dieses Glück nicht gehabt, wäre ich jetzt keine Ahnung wo. Aber eins kann ich euch sagen, habt einen klaren Kopf, nehmt keine Drogen, nehmt keine harten Drogen vor allen Dingen und kümmert euch um eure Zukunft.